Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen Montagabend. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Wir kommen heute zu unserem traditionellen Rennen, den Couchmasters auf der PlayStation, heute in Amerika auf Laguna Seca. Und ich bin ja nicht alleine, ich habe ja auch noch den Phil wieder am Start. Wir holen ihn mal dazu. Hallo Phil. Ja, hi, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. An alle, die da schon kurz nach Streamstart schon da waren, so richtig sehnsüchtig und konnten es nicht abwarten. Richtig geil, dass ihr alle wieder dabei seid. Wie du es gesagt hast, Laguna Seca heute, eine ja, interessante Strecke. Die große Distanz hat sie nicht mit 3,6 Kilometern, aber heißt nicht, dass sie weniger anspruchsvoll oder interessant ist, denn so wie du gestern leicht geteasert hast, The Corkscrew, der Korkenzieher, doch eigentlich die berühmteste Schikane, möchte ich mal sagen. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei seid. Da schließe ich mich an. Es geht schon los, also die erste Session ist vorbei. Ich glaube, wir schalten mal schnell rüber ins Renngeschehen. Auf der PlayStation ja nicht ganz nervös, wie wir das sonst gewohnt sind. Also wir haben hier jetzt noch TNR Ronin, der hier mitfährt.
verbirgt sich ja kein anderer als Pascal. Er fährt für Tree Nation Racing Team, kommt mir ähnlich bekannt vor, Tree Nation, Q-State, E-Motorsport, ja, also sind die wahrscheinlich hier auch, wahrscheinlich mit dem Dach unterwegs, Deutschland, Austria und Schweiz, Dach. Oder halt noch andere. Das wäre natürlich auch mal zu wissen. Oh, Vanessa ist auch hier, X12R13, der Armin ist auch am Start, er hat schon geschrieben mit uns vorher. Also, sehr, sehr coole Sache. Ich hoffe, ihr habt einen Ton von der Motorsound. Kannst du da Feedback geben? Ja, also über den Stream höre ich da definitiv Motorensound. Alles wunderbar, sollte alles eigentlich auch passen. Ein Träumchen. Und ja, Vanessa, lange ist es her. Schön, auch dich wiederzusehen bzw. zu lesen. Sind halt so die Motorheads dann, wie man sie im Fachjargon nennt. Und die ersten Zeiten sind ja auch schon gefahren. Andy Lassaniel hier mit einer 1.22 unterwegs. So die erste, zweite gezeitete Runde. Mal gar nicht verkehrt, hier ein gewisses Statement zu legen. Wir sind heute hier in der Pro-Klasse unterwegs. Also im schnelleren Segment. Der Christian Löbert auf Platz 2 und der Daniel Schmeen auf Platz 3. Also auch da ist wieder vieles geboten hier vom Fahrerfeld. Also wir dürfen wirklich gespannt sein. Ich glaube, dass das stellenweise dann wirklich auch nochmal so ein hautenges Duell wird, wie wir schon auch die letzten Male gesehen haben. Ja, das denke ich auch. Ich dachte, glaube ich, Christian Löbert hat auch gesagt, er will eigentlich gar nicht mitfahren, oder er kann nicht, ist jetzt doch am Start. Dann sieh mir einen neben an der Sterne, er ist zurückgesprungen. Also, Andy Lassaniel mit 1.42.041, wie du gesagt hast, Phil, jetzt der schnellste auf der Strecke. Wir übertragen ja heute den Pro-Server. Die Couchmaster-Profi-Zuschauer wissen, dass wir da in zwei Leistungsklassen starten. Genau. Vanessa ist auch wieder am Start hier im Chat, das haben wir ja gerade eben gehabt, nämlich ihr Mann, ihr Freund ist unterwegs hier, Chicken Power, der Daniel, der ja bei den PlayStation All-Stars richtig gut abgeschnitten hat. Er hat noch keine gebundene Zeit, fährt hier aktuell jetzt noch auf 11, aber wie gesagt, keine Zeit, er startet mit 167. Und dann müssten wir auch noch mal, wie gesagt, ja, weiß ich aus sicherer Quelle, der Tim Steinbrecher, der möchte nämlich, glaube ich, aus der Box mitfahren, hat er gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Hier, Tim Steinbrecher, unser Sportdirektor bei den Couchmasters. Dieser Fuchs. Genau, der Fuchs, der ja auch im PC-Bereich mitfährt, wie andere Fahrer ja auch. So, Andy Lassaniel hat jetzt, glaube ich, nochmal nachgelegt. 1.22.011. Auto hat er nochmal ein bisschen hier Gas gegeben. Super schönes Auto, auch eine tolle Startnummer. Maurice Brühl steht noch in der Box. Hayes Hunter ist noch auf der Strecke hier. Ja gut, Maurice hat ja schon eine gültige Zeit gefahren. Mit einer 1.22.251. Ronin steht auf der Strecke. Wow! Danke mal bitte, Andrew, fürs Folgen. Ja, danke für deinen Follow. Cool, dass du hier bist. Duddle Dave ist auch am Start. Duddle Dave, moin moin und herzlich willkommen. Hier, Laguna Seca. Mappetin, genau. Ich hätte jetzt fast anders gelesen. Gut, dass du es nochmal von mir ausgesprochen hast. Das siehst du ja, wir sind ein Team. Genau. Hier, Maurice Brühl, Platz 2 aktuell. Wenn die Kamera ihn mal einfängt, dann haben wir ihn auch gleich. Also hier nicht ganz so luxuriös wie bei der Konsole, beziehungsweise auf dem PC ist auf der Konsole nicht so luxuriös. Dennoch legen wir sehr großen Wert auf die Konsole, da kommen wir nämlich her, das sind unsere Wurzeln. Und auch die Fahrerinnen und Fahrer wollen wir da auch weiterhin unterstützen und finden es eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir da auch noch ordentlich Starter haben. Jetzt haben wir natürlich heute wieder die missliche Lage gehabt, dass wir zu viele Fahrer sind und wir ja auf Konsole immer nur 20 Stück fahren können und wir weit über 20 sind, und dann fällt es uns immer schweren Herzens und wir fahren dann den sogenannten Split
wir teilen also einmal die Pro und die AM, also die Profi und die Amateure, wobei lasst euch von den Begriffen nicht täuschen. Ich sage es bei jedem Streamer, mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass AM halt einfach Fahrer sind, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, aber trotzdem sehr schnell sein können. Und Pro, die da ein bisschen erfahrener sind, und da will man auch einfach, oder wir wollen hier bei den Couchmasters einfach Leistungsklassen schaffen, die auf Augenhöhe fahren, dass man auch ein Erfolgserlebnis hat. Weil wenn man gleich sein erstes Rennen fährt, vielleicht im Simracing, und da sind dann Vollprofis dabei, die haben fünfmal um die Ohren fahren, das ist natürlich dann nicht so viel. Oh, Danger Mouse ist auch mal wieder am Start. Hi. Ja, da haben wir schon die letzten. Gestern habe ich nichts gehört. Na ja, gut. Ja, alle haben ja auch noch ein Privatleben. Also was? Von daher, aber Privatleben neben den Couchmasters, kann ich mir nicht vorstellen. Unser Privatleben sind die Couchmasters. Eben. Was wir hier. Und der Manuel. Servus. Moin, moin. Hey, Manuel ist auch am Start. Schön, dass die Teamkollegen auch dabei sind. Freut mich natürlich sehr. Dann haben wir den Franz Schulz auf Platz 3. Der ist gerade mal 0,294 Sekunden zurück, also Platz 1 bis 3. Und ich glaube, ohne jetzt da ja, irgendwie jemandem Leistung runterspielen zu wollen, der Tim fährt ein bisschen auf Halbgas. Jawohl! Da, guck mal, der Frank Slow, Heiko Wasser und Christian Danner. Wer ist denn wer? Genau, okay. Wer ist als denn Fahrer wer? Kannst du nur der Danner sein. Oh Mann, oh Gott, ich wusste es doch. Einer muss immer der sein, der ein bisschen daher schwätzt. Aber Anton Sul ist auch hier. Meine Güte, ist cool. Das Who des Who, der Couchmasters heute hier im Chat. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Ihr schaltet genau richtig ein und ihr seht es oben am Himmel. Es sieht nach Regenwolken aus. Also es könnte heute ein spannendes Rennen werden. Ich bin absolut gespannt. Ja, das habe ich auch schon immer gesagt, beim Kommentieren, ich glaube, da gibt es immer so nach dem Motto Bad Cop, Bad Cop, Good Cop, ja, also immer einen, der ein bisschen erzählt. Ich bin halt für die Werbung zuständig, ich muss gucken, dass unsere Sponsoren gerecht werden und der Phil dann wieder ein bisschen auf die sachliche Ebene. Aber ihr wisst ja, wie es läuft, ich glaube, das muss überall so sein. Aber da du als Fahrer, Phil, da ja auch dabei bist bei den Couchmasters, kann ich mir vorstellen, kannst du nur Christian Danner sein. Da ja. Was, da ja? Wahrscheinlich na ja. Ja, um mal aufs Fachliche hier Laguna Seca ein bisschen zu kommen, ja. So ein bisschen ja. Streckenkenntnis etc. Da wir jetzt ja noch 2:55 Wartezeit haben, bevor die Zeit umspringt, denn das Qualifying ist zu Ende. Ganz kurz darauf zu kommen. Ja. Andy Lasagnelli hat sich hier die Pole Position erfahren vor dem Franz Schulz und dem Maurice Brühl. Alles ein sehr, sehr knappes Duell. Von P1 auf P2 sind es 0,072 Sekunden. Wimpern, Zwinkern ist ja nichts dagegen. Und 0,240 auf P3 ist auch unwahrscheinlich eng. Also wir dürfen definitiv gespannt sein. Allgemein, der Tim hat mit 4,665 Sekunden Rückstand wahrscheinlich beabsichtigt den letzten Platz. Und wenn man sich das mal überlegt, ist das schon eine große Hausnummer. Aber Laguna Seca, eine richtig, richtig permanente, schöne Rennstrecke. Ja, der Baubeginn damals, oh, ja, wirklich damals, da wurde an uns wahrscheinlich noch gar nicht gedacht, Chris, 1957. Da hat es noch ein bisschen gedauert. Ja, aber von Baubeginn zur Eröffnung verging kein Jahr. Denn 9.11.57 ist die Strecke dann eröffnet worden. Wir haben 11 Kurven mit einer Gesamtlänge von circa 3,6 Kilometern Länge. Nebenbei erwähnt, Herr Chris. Ja, hier. Da wollte ich gerade schon drauf eingehen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil mir wird immer vorgeworfen, ich werde dich verharsch. Also, Christian, was wir davon halten, dass ältere Konsolen keine Beachtung mehr zwecks Updates in Spielen geschenkt wird. Finde ich eigentlich richtig schlimm, aber da können wir leider auch gar nichts dran ändern. Ich bin ja auch ein Konsolenbesitzer und ich bin wahrscheinlich genauso ein Zocker wie ihr oder ein Simulatorfahrer wie ihr. Gut, der Trick fehlt mir noch, aber das wird irgendwie nie kommen. Und ich finde es schade, dass man da keine Beachtung mehr schenkt, weil es gibt durchaus bestimmt noch Berechtigungen und ja auch Fans von alten Konsolen. Ich habe, glaube ich, auch noch meine alte Super Nintendo zu Hause. Ich würde die natürlich jetzt nicht mehr spielen, aber ich finde es sehr, sehr schade. Aber es ist halt natürlich auch immer die Frage, man muss auch mal die Sicht von so einem Hersteller sehen.
Wie ist es bei ihm, wenn du jetzt so ein Spiel programmierst oder eine Simulation, wie lange willst du dafür noch sorgen? Brauchst du da Mitarbeiter, die das im Griff haben, die das machen und Updates machen, Weiterentwicklungen, während vielleicht nur noch 12 Leute das Spiel spielen weltweit oder die Simulation fahren? Ich unterscheide hier Simulation und Spiel, aufgepasst. Also von daher ist es sehr schade, aber irgendwo kann man es auch ein bisschen verstehen, wenn man dann halt irgendwann da auch keine Ressourcen mehr reinsetzt. Aber von mir aus gesehen, hätte ich die Kohle oder hätte eine Firma, würde ich sagen, weiterentwickeln. Ja, definitiv. Manuel, also noch kurz, genau, was ist los mit Tim? Also ich weiß, dass er, glaube ich, ein bisschen herfahren will. Genau, Frank Slow schreibt da nochmal, Fahrer hat er Glück und darf Danner sein. Okay, also du darfst da Danner sein. Und ja. Hallo, Frau Ramazzotti. Und jetzt übergebe ich wieder sachlich an dich. Wir haben noch 3 Minuten 41. Genau, also Chris hat Spiel gesagt. Nee, oh, böse. Spiel und Simulation. Also von mir natürlich auch. Frau Ramazzotti, servus, guten Abend. Schön, dass du da bist. Und die Polezeit liegt bei einer Minute 22,011 Sekunden. Also definitiv eine starke Zeit. P2 und P3 liegen innerhalb derselben Sekunde. Und ja, zurückzukommen mit 3,6 Kilometern Länge ist Laguna Seca gar nicht mal mehr so lang. Hat einen hochoffiziellen Streckenrekord im Automobilbereich von 1,07.722 Minuten. Und ja, die bekannteste Kurve, Chris hat es gestern schon geteasert, ja. Die The Corkscrew. Und ja, was gibt's noch zu erzählen? Ansonsten eigentlich über Laguna Seca. Ich kann euch sagen, die macht Spaß. Ja, das ist. Ich auf jeden Fall. Polezeit war doch 1:22.011, ne? Genau, Polezeit war 1:22.011 und P2 war 0,072 Sekunden hinten dran und P3 0,240 Sekunden. Wow, Christian Löbert ist auch am Start. Moin, er konzentriert sich, fährt gleich aufs Rennen. Ja, der Chris, ja, jetzt nochmal hier, servus, moin, moin. Und bist du ja, gerade gestraubeln? Gleich, ich bin gerade im Chat beantworten. Ja, jetzt gleich aufs Rennen konzentrieren, Chris, ne? Genug ja. Sprit mit dabei haben. Tim, wenn du das hörst, Sprit mitnehmen. Ja, das ist ja der Running Gag. Der Tim ist ja so ein Fuchs, der rechnet sich genau aus, wie viel Sprit er mitnehmen kann. Und das ist natürlich dann manchmal auch eine heikle Geschichte, weil er dann ja sehr, sehr knapp an die Nummer rankommt, dass ihm der Sprit manchmal nicht reicht. Also von daher hoffe ich doch mal gut. Also, gut zu wissen, guck mal, wir haben hier mit Kommentar, also der Angelo, der hat auf dem AM die Pole Position gefahren. Auch sehr spannend, hätte man natürlich auch gerne gesehen. Also ihr wisst, dass wir in einem ganz großen Dilemma liegen, dass wir nur 20 Fahrer auf dem Server übertragen können bei Konsole und verbieten wir jetzt anderen welchen mitzufahren und sagen, okay, es dürfen nur 20 bei PlayStation mitfahren und der Rest muss zugucken oder wir fahren beide, machen eine Meisterschaft, am Ende kriegen alle Pokale, aber im Livestream sind nicht alle drin. Also ich weiß auch nicht, es ist schwierig. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung dazu geben, wenn ihr das schaut. Ist natürlich auch mal interessant, mal die Meinung von euch da draußen zu hören. Wir machen uns da immer Gedanken und wir tun uns halt eben schwer, den Leuten abzusagen und zu sagen, nee, ihr könnt nicht mitfahren. Und deswegen nehmen wir dann lieber die Möglichkeit, dass wir 2 Meisterschaften anbieten und ihr am Ende dann auch einen schönen Pokal kriegt. Ich versuche ihn mal zu holen, weil ich habe den noch von Tim hier. No. Also, so sieht der noch aus von Tim, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das sind die Pokale. Ich habe es ja mal gepostet im Social Media. Das ist ein Pokal, den man bekommen konnte. Und den anderen habe ich vom Tim auch noch hier. Der sieht so aus. Also die kriegt der Tim noch überreicht. Aber da wir gesehen haben, ihr seht also hier die fetten Pokale, gibt es für die ersten 3 in jeder Meisterschaft. Und ich denke, das ist doch auch eine tolle Sache. Und wir arbeiten da einfach mit dem Stream nach. Also es ist Stream. Stream! Genau. So, die es Fahrer geht los. Begeben sich jetzt in die Einführungsrunde. Jetzt heißt es hier, nicht nur wie auf dem PC, sondern auch auf der Konsole. Reifen aufwärmen, Druck aufbauen, gerade dass die Reifendrücke für die ersten Kurven stimmen. Die Bremsen natürlich auch warm fahren, damit hier auch die volle Bremsleistung da liegt. Und natürlich auch die Reifen auf Temperatur bringen, weil kalte Reifen ist nicht. Rutschen
Auto verliert Kontrolle. Ruckzuck ist man in der Bande. Also definitiv nicht so cool, würde ich jetzt mal behaupten. Nee, absolut nicht. Es ist also ein schönes Thema. Wir haben ja auch gestern schon gesprochen, es gibt ja viele Möglichkeiten. Und er sagte, erst wenn der Asphalt, also wir reden nicht von der Luftfeuchtigkeit, sondern der Asphalt auf dem Boden, wenn der 15 Grad hat, ab 15 Grad kann erst Reifen in den Asphalt reingreifen. Das heißt, alles, was kühler ist, der Asphalt um 15 Grad, es ist mehr nur so ein Darüberrollen, aber die Gripverhältnisse werden erst aufgebaut, wenn der Asphalt 15 Grad hat. Jetzt kann man natürlich spielen noch ein bisschen mit dem Reifen, da kann man Luftdruck hoch und runter, um den auch noch wärmer zu kriegen, auch dass der reingreift und Kaugummi auf der Strecke klebt. Und da gibt es dann jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt das sogenannte Reifen, das haben wir gesehen, die Autos, die fahren rechts nach links. Und ich gucke mal, ich bin sehr leise. Ich hoffe, ihr könnt mich wieder ein bisschen besser hören. Und dass halt die ein bisschen rechts und links fahren und andere schwören drauf, dass sie voll in die Eisen hauen und mit der Vollbremsung quasi die Bremsen zum Glühen bringen und dann sich die Bremsen übertragen auf die Felgen und auf den Reifen. So haben wir dann eben eine hohe Temperatur. Nur kurz zur Warnung, wir sind auf der Konsole, das heißt, ich kann erst nach dem Start umschalten. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt ein bisschen besser hören. Das Game ist laut. So. Danke für eure Hilfe. Wir können es momentan noch nicht abhören. Wir haben noch keinen Negativmonitor, so nennt sich das. Ich hoffe, ich bin jetzt lauter und das Game ist ein bisschen leiser. Daumen hoch, wenn alles gut ist. Und wenn ihr noch andere Wünsche habt, lasst es uns wissen. So, Phil? Du kannst noch ein bisschen lauter machen. Mich? Okay. Ja, dich. Gut, ich habe mich jetzt mal lauter gemacht, aber es geht los. Das Rennen, Couchmasters, ja. Rennen 2. Hier in Laguna Seca, das Feld fährt jetzt auf die Startlinie. Gleich geht's los. Und es müsste gleich starten. Ich hoffe, wir können umschalten. So, und es ist grün. Das Rennen muss jetzt gestartet sein. Ich hoffe, wir können gleich umschalten. Andy Lasagnel ist jetzt noch außen. Franz Schulz, Manni ist da. Ich weiß nicht, wer ich denn sehe. Maurice Brühl müsste das sein. Genau. So, Freunde, ich muss leider umschalten, das also, ist leider Maurice so. Also, Maurice Brühl hat sich jetzt von dem dritten auf den zweiten Platz vorgeschoben, wird aber noch von Franz Schulz attackiert, fahren aktuell Seite an Seite hier durch die Rechtskurve. Andy Lasagnel kann sich da wunderbar schön absetzen. Hinten dran, soweit ich das sehen kann, ist alles wunderbar fair. Franz Schulz bleibt da natürlich dran, bleibt hart am Bentley und versucht hier den Druck aufzubauen. Rigoros. Yoshimitsu im Ferrari mit der Startnummer 888 möchte da natürlich auch noch ein Wörtchen mitreden, hat aber von Hayes Hunter auch Besuch und der sagt, ohne mich kommst du gar nicht los, also bleib da hinten dran. Hier jetzt in der Bergabpassage aufpassen, die innere Kurve, gerade Corkscrew, die Rechtskurve hier, die ist sehr heimtückisch, da kann das Heck sehr schnell ausbrechen. Aber jetzt hat sich das Feld gerade Position 1 bis 3 ein bisschen gelöst und ein leichter Abstand ist drin, aber noch in Schlagdistanz. Maurice sagt natürlich, Andi, du kommst mir nicht so schnell davon, ich bleibe jetzt erstmal in sicherer Distanz und warte, bis du einen Fehler machst. Dasselbe Spiel läuft zwischen Maurice und Franz. So, dann schauen wir auch mal. Du bist gerade voll drin, ich wollte dich nicht unterbrechen, du bist richtig voll dabei, ich habe nur die Kamera gut bedient zu den Abständen. Wunderbar. Ansonsten haben wir auch in den hinteren Feldern noch ein sehr enges Fahrerfeld, denn Daniel Chickenpower, der hat es hier zu tun mit dem Christian Löber und dem François. Das ist ein Dreiergespann aus McLaren, Ferrari und Lamborghini und vorne dran ist auch schon der Hayes-Hunter. Oh, Christian Löbert hat da einen Ausritt. Was da passiert ist, habe ich jetzt leider nicht genau gesehen. Ist da auf jeden Fall von der Strecke in die Mauer gefahren. Ich konnte jetzt nicht sehen, ob es mit Fremdeinwirkung war. Na, wir sehen ihn da noch stehen an der Mauer. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter und Tim kommt da und holt ihn sich.
Ja, ich glaube, der Tim ist ja aus der Box rausgestartet. Genau, dieser Fuchs möchte ich mal sagen, weil das ist so ein bisschen seine Herausforderung dann immer, weil PlayStation liegt ihm einfach sehr, sehr gut. Und da fordert er sich als selbst raus und startet mit Absicht aus der Box hinten und versucht sich einfach fortzufahren. Oh, Chicken Power auf Platz 6 müsste, glaube ich, an Haze Hunter vorbeigegangen sein. Oder beziehungsweise Haze Hunter, genau. Und Frostfarbo Shadow, das ist hier der orangefarbene McLaren, der Startnummer 46 hier unterwegs auf Platz 5. Können wir auch mal schauen. François war ja aus Österreich. Aktuell genau. Zwei Österreicher. Nee, haben wir nicht. X12R13 fährt ja nicht mit. Aber er war im Chat vorhin. Dann haben wir noch Schweiz. Haze Hunter startet ja aus der Schweiz. Ich bin gerade mal kurz am Spicken. Ja, also das finde ich sehr, sehr toll, dass wir da eben viele Fahrer haben, die auch aus den Nachbarländern kommen. Oh nein! François war weggedreht in der Corkscrew, eine der schwersten Strecken. Schade, ja, da wirft der Platz 5 weg. Das ist schade. Das ist das, was ich gemeint habe. Dieses heimtückische hier bergab fahren, wo es in der Rechtskurve doch relativ steil ist. Einmal ein bisschen zu viel auf die Bremse geditscht und das Auto beugt sich einfach nach vorne. Bockt sich ein bisschen auf. Das Heck verliert an Grip, an Bodenhaftung und rutscht dann zur Seite. Wir doch ein richtig, richtig schönes Duell. Der Pascal TNR Ronin auf Platz 8 gegen den Armin auf Platz 7. Genau, hier muss ich nochmal zurückziehen. Ich habe ja gesagt, dass er nicht mitfährt, aber ich habe einfach Tomaten auf den Augen gehabt. Tut mir leid, er ist ja am Start. Ja, Danger Mouse, genau. Ich habe es noch gesagt vorhin. Genau. Die heimtückische Stelle auf der Strecke ist wirklich entscheidend für Sieg oder Niederlage und auch für die Plätze zwischendrin. Also macht man da einen Fehler, ruckzuck hängt man in der Bande drin. Jetzt hier eben nur einen leichten Ditcher gehabt. Der Christian Löbert hat geschrieben, die Verbindung leider instabil bei ihm. Also das Internet ist schuld. Sehr schade auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass das spätestens fürs nächste Rennen wieder stabiler und flüssiger läuft sein Internet. Ja, denn das ist jeder natürlich Fahrer sehr schade, hier wird gebraucht. Aber hier dieses Zweierduell hier, der Armin und der Pascal, die geben sich hier auch gerade richtig, richtig hart. Aber da auch kommt fair. Auch noch Daniel Schmeen, der kommt ja auch noch dazu, hier gerade ja, in das Dreierpack. Der kommt so jetzt von hinten, da Zweikämpfe, wie wir wissen, Zeit kosten, kann der sich jetzt von hinten in aller Ruhe mit seiner persönlichen Zeit einfach ranfahren, jetzt kann seine eigene Pace... Fast schon dran, genau, jetzt das genau. Der Punkt, jetzt hat er sich nämlich... da dran gefahren, er ja mit dem Nissan hier im Feld, also der schwarz-blaue Wagen mit der Startnummer 27. Dann hier in der Mitte der Lexus, der rot-weiß-schwarze Wagen, die Startnummer 7. Das ist der Pascal TNR Ronin, der fährt. Und ja, das glaube ich sehr krass, dass es dich nervt. So, Danger Mouse. So, da kommt eine Nachricht, glaube ich, für dich. Oh, Chrissy ist auch hier. Hi, hallo Chrissy. Chris, schreib mir doch einfach mal auf Discord, Blackie, und können wir gerne mal gucken, vielleicht liegt da ein kleiner Fehler, das ist kein Problem. Können wir gerne machen, kannst dich gerne bei mir melden. Chicken Power mit Fahrfehler, Entschuldigung. Hatte hier auch einen Fahrfehler, wurde jetzt von Ronin, ja, wurde überholt. Und auch X12R13 ist dran. Ah, hier, guck mal, Pommesmädchen ist am Start. Servus Pommesmädchen! Und auch Chrissy 1914. Hi, Servus von unten im Prinzip. Ich habe schon Hallo gesagt. Ja, ich war gerade voll in meinem Flow drin. So, also Andy Lasagnel vorne an der Spitze immer noch den Führungswagen mit der Startnummer 16 der Porsche fährt er hier vorne weg.
Boah, schön mit den Rädern noch raus ins Gras bzw. in den Sand. Da nutzt er jeden Millimeter der Strecke. Das muss er auch, um sich zu behaupten gegen Maurice Brühl. Der hängt nämlich hinten dran. Und das mit dem Bentley, das ist kein leichtes Auto. Das ist ein sehr schwerer Wagen. Man nennt auch scherzhalber immer den Bus, weil er halt eben sehr, sehr schwer ist. Und gerade auf der Rennstrecke, ist das würde ich jetzt ohne jemanden bevorteilen zu wollen. Ihr wisst, dass mir alle Fahrer immer gleich viel wert sind und ich alle sehr, sehr gern habe. Aber ich denke mal, mit so einem Bentley hier ist es schon ziemlich schwierig. Ah, schade, mit SimRacer 24 ist auch rausgegangen. Es wäre ja gewesen, als wenn Zwona, ich sag das glaube ich immer falsch, er wäre ja unter kroatischer Flagge gefahren, das wollte ich vorhin noch sagen. Also sehr schade, dass du nicht dabei bist, aber ich hoffe doch, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Das Internet ist heute schlecht in Kroatien. Er ist auch in Kroatien, wenn es so schreibt. Also wir drücken die Daumen, dass du bald wieder bei uns dabei bist. Ich vermisse jeden Fahrer und ich bin sehr traurig, dass wir auch Pro und einem nicht zusammen streamen können. Es ist aber halt einfach technisch so gesehen. So, ich glaube da hinten, da bahnt sich eine super Truppe an. Jawohl. Jetzt sehen wir auch Effe 52. Das Effe ist, 52 hat hier noch aktuell so ein bisschen die Ruhe weg. Also er ist da hautnah dran, in absoluter Schlagdistanz, lässt es aber vollkommen locker angehen. Will vielleicht Daniel einfach so ein bisschen durch enges Auffahren, alles ohne Kontakt, aber da ein bisschen Nervosität reinbringen, in der Hoffnung, dass der Daniel sich da auch den... Da hat Effe jetzt einen kleinen Fahrfehler, kam leicht in den Heck und Ronin kommt vorbei. Jetzt, Ronin geht vorbei, François Boschetto ist auch mit im Angriff. François Boschetto jetzt noch hinten dran. Ich betone noch. Mal schauen, wie lang das noch gut geht. Ja, jetzt zieht er vorbei, der François. Da Effe jetzt geht er innen rein, vorsichtig. Fies gefahren ist. Achtung, Männers, aufpassen. Ja. Auch leicht fies ist hier richtig, richtig heimtückisch. Da verlierst du wunderbar so viel Zehntel, dass dir die ganzen Leute vorbeiziehen. Also das ist, spürst du gar nicht so arg, aber das ist richtig verrückt, wie viel Zeit man doch hier im Kies verliert. Ganz genau, also da geht dann doch schon mal weg, man muss ja auch vom Gas runter, wobei, wenn man doch mal neben die Strecke fährt, ins Grün oder ins Kies, dann habe ich mir sagen lassen, oder auch aus eigener Erfahrung weiß ich, auf keinen Fall vom Gas runter, weil dann hat man einen Lastwechsel und dieser Lastwechsel sorgt dann dafür, dass man eben im Gras sich wegdreht oder im Schutt neben der Strecke oder neben im Sand. Deswegen, es kostet Überwindung, aber man muss einfach konstant auf dem Gas bleiben und wieder zurücklenken auf die Strecke, dass nichts passiert. Also Lastwechsel ist einfach, man hat ja einen Vortrieb mit einem Fahrzeug und in dem Moment, wo der Vortrieb aussetzt, weil man vom Gas runtergeht, dann taucht das Fahrzeug ein, egal ob Motorrad oder Auto. Man hat dann diesen Lastwechsel und dann rutscht das Auto weg. Bleibt man aber konstant auf dem Gas, dann bleibt es eher stabil und ich kann mich eher noch retten, als wenn ich eben runtergehe vom Gas oder sogar noch schlimmer bremse, dann habe ich natürlich noch einen Lastwechsel. Ich sehe jetzt gerade, also der Sven, der beschwert sich, er ist ja gerade am Meer und es stürmt. Der hat's gut, der beschwert sich. Ja, Meer. Genau. Ja, wer weiß, da wäre ich jetzt vielleicht auch ganz gerne. Ja, also hier X12 R13, der Armin gibt hier ordentlich Gas. Er ist jetzt auch bald dran am Pace Hunter. Definitiv, also ich behaupte heute mal hier Laguna Seca, die Fahrer, die kennen die Strecke, glaube ich, vom Training jetzt mittlerweile verdammt gut und auch deren Tücken. Denn auch so die ein oder andere Curb-Kombination mit den Sleeping Policemans, wie man sie gerne im Fachjargon nennt, oder einfach dem Wurst-Curb. Sausage. Sausage-Curb. Sausage, genau. Die sind richtig heimtückisch. Die hebeln dich dann doch extrem aus. Daher auch schön zu sehen, manche Curbs können richtig schön mitgenommen werden und andere, da sind sie dann doch lieber ein bisschen distanziert, die Fahrer, weil sie ganz genau wissen, das überlebe ich einfach nicht. Oh, schau mal, ich glaube, der Daniel hat den Turbo gefunden, also der schwarze Ferrari hinter X12 R13 hier, der hat irgendwie Turbo drin, weil der Abstand wird immer geringer zu X12 R13. Jetzt ist er schon fast dran in der Corkscrew, hoffen wir, dass alles gut geht.
Jawohl, alle gut durchgekommen. Also hier die Startnummer 178, das ist der Armin, ebenfalls aus Österreich. Meinst du, dass da vielleicht die Vanessa ihm da nochmal ein Energy hingestellt hat? Ja, oder sie hat ihm Druck gemacht, hat gesagt, fahr, sonst gibt es heute Abend nichts zu essen. Oh. Oder es gibt kein kühles Bier. Es gibt keine Pommes heute Abend. Keine es Pommes gibt heute keine Abend. Pommes, genau, obwohl der Chat voll ist mit Pommes, gibt es keine Pommes. Genau, ja, ich esse dann mal leer. Genau, hier, Pommes nochmal für euch. So, also, es geht weiter. wir haben momentan einen großen Abstand. Yoshimitsu auf 4 und dann dauert es ganze 9 Sekunden, bis Haze Hunter hinten fährt. Aber Haze Hunter, oh, da kommt jetzt eine gute Gruppe wieder. Also, Haze Hunter, X12, R13. Oh, da ist Ferrari ein bisschen ausgebrochen, habe ich unten gesehen von Daniel. Chicken Power, der hat da ein bisschen am Wagen eingeknickt. Ja, hier ist es auch. Ihr wisst, wenn man mehr als 10 Pommes-Emoji postet und ihr euch, ja, weiter Pommes-Mädchen, wir wollen deine Nachricht komplett lesen. Ja, zurückzukommen. Es geht weiter, wir warten ab, was kommt. Also, Haze Hunter, wir kann jetzt wieder ein bisschen. wenn die Bodenfreiheit einfach zu gering ist, sprich, das komplette Auto zu tief ist, ja, dann setzt das Auto natürlich, beziehungsweise der Unterboden, auch auf der Strecke auf und hebelt dich aus. Hier natürlich auch sehr heimtückisch, denn auch wieder die Beispielkurve Corkscrew ist da sehr gefährlich durch ja doch die Passage also, mit der meisten Neigung, möchte ich jetzt mal sagen, passiert hier schnell, dass das Auto aufsetzt. Also man sieht es ganz besonders hier bei Haze Hunter jetzt, also der Audi R8 mit dem lilafarbenen Dach und schwarzen Außenrum mit der Startnummer 198, auf dem wir sind. Wenn ihr da mal aufs Heck schaut, also der schlägt oft, also sieht man, dass der einfach oft auf den Boden aufsetzt. Da ist ja auch gerade im hinteren Teil die Corkscrew, X12 R13, das Heck ausgebrochen. Jetzt stoppt es auch wieder ein bisschen. Könntet ihr es jetzt auch mal, zwar richtig nochmal als Fahrer, Phil, weil jetzt zum Beispiel auch der Daniel mit dem Ferrari ein bisschen vom Gas geht, also hier das Dreier gespannt hinten, ja, dass die vielleicht ein bisschen Reifen schonen. Oh! Hey, ist Hand da raus, er bleibt auf dem Gas, das ist das, was ich sage, nicht runtergehen vom Gas, aber das, was natürlich jetzt für X12, R13, der Armin, der fährt jetzt dran vorbei. Da hat er die ganze Streckenbreite genutzt, ist aber auf dem Gas geblieben. Guck mal, jetzt kommt gleich wieder der Konter oder nicht, wir werden es gleich sehen. Jetzt geht's die Corkscrew runter zu dritt, meine Herren, aber gut, Luft gelassen. Also hier ganz schön spannende Nummer durch die Corkscrew hier durchgefahren, durch den Korkenzieher. Alle drei, aber haben sich die nötige Luft gelassen, sehr gut gemacht. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen bezüglich Reifen, gibt ja einen Pflichtboxenstopp und Reifenwechsel ist ja auch Pflicht. Ich glaube, meine Tendenz geht auch zu deiner Aussage, Reifen schonen, so lang als möglich mit einem Satz durchkommen, dass man doch nochmal zum Schluss, wenn jetzt vielleicht, wenn man es schafft. Ging jetzt weit, Entschuldigung, ja, genau, wenn man es schafft. Wenn man es schafft, 14 Minuten durchzuhalten, kann man mit dem letzten, den neuen Satz Reifen 20 Minuten Vollgas geben. Dann gewinnst du da auch nochmal richtig, richtig viel Zeit, weil du fährst auf neuen und die allen anderen fahren dann auf alten bzw. älteren Reifen. Kostet natürlich die anderen etwas mehr Zeit und du mit neuen Reifen hast dann natürlich noch mehr Material, mehr Gummis. Und demnach könnte da natürlich auch was an der Strategie liegen. Ja, auf jeden Fall, da bin ich ja auch gespannt. Mir kommt es aber so vor, als würde der Daniel, also wir holen ihn uns mal gleich ins Bild, haben wir eins zu weit geschaltet, hier der Ferrari, dass der ab und zu, oh, ist Ronin, fährt hier über die Ortsteine bzw. über die Strecke. Aber was ich zurück wollte, hier nochmal die Startnummer 167, der Daniel. Er ist manchmal dran und dann sieht es so aus, als würde er vom Gas runtergehen und absichtlich ein bisschen warten, bis er da wieder rankommt. Also ich bin mir da nicht sicher. Ich möchte mal darauf tendieren, ich weiß es natürlich auch nicht, dass es vielleicht auch so ein bisschen ein kleines Spielchen ist, was er da macht. Dass der Daniel da einfach dem Haze Hunter sagt, du, mein Licht ist aus. Kein Problem. Ich bin da, ich komme, jederzeit bin ich da. Machst du einen Fehler, überhole ich dich.
aber so lange spiele ich das Spielchen mit dir, fahr nah auf dich drauf und lass wieder ein bisschen Abstand. Man kann ja auch wieder das Spiel mit der Lichthupe geben, aber der Daniel Winkel hier, die Startnummer 167 im Ferrari, bleibt dran, er wartet auf seine Chance, vor ihm Ace Hunter und der Armin ganz vorne weg mit dem Bentley. Aber hier ein schönes Dreiergespann, also die haben hier alle Hände voll zu tun. Aber ich glaube, sie sind alle noch ein bisschen zurückhaltend. Und ja, wir haben nämlich noch 42 Minuten genau und eine Sekunde ab jetzt. Und ja, da muss man noch durchhalten und keine Fehler machen. Definitiv. Und gerade hier Laguna Seca ist es doch echt anstrengend. Auch wenn die Strecke, ich sag jetzt mal, ein bisschen entspannter aussieht. Gerade für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sieht so ein bisschen nach entspanntem Fahren aus. Aber die hat es richtig in sich. Hier die enge Schikane, die Kurve 11, die ist anstrengend, weil der Bremspunkt muss einfach passen, sonst verlierst du da recht viel Zeit. Natürlich die Corkscrew und die Kurve 2, die 180 Grad Linkskurve. Hier dann auch den Scheitelpunkt richtig treffen. Das ist alles was, du wirst einfach von der Konzentration her so stark gefordert und der Daniel macht Druck auf den Haze Hunter immer mehr. Also da muss ich sagen, ja, das Spielchen. Absolute Schlagdistanz. Ein bisschen Windschatten, ein bisschen schöner Aero und vielleicht ein leichter Ausritt ins Grün. Das kann schon gereicht haben. Und der Daniel ist vorbei. Ja. Nicht nur einen Ich wollte es gerade sagen. Nee, bei mir sieht es so aus, bei Haze Hunter, wenn ihr mal auf das Heck schaut, das Heck bricht ziemlich oft aus. Also er scheint hier irgendein Problem zu haben oder irgendwas, was nicht ganz so einfach ist. Also mir ist jetzt schon aufgefallen, dass jetzt mehrfach das Heck instabil war bei Haze Hunter und ihm dafür dann halt auch in die Bredouille gebracht hat. Aber das hat ihm jetzt natürlich die Position gekostet. Ja. Sieht natürlich die erste Chatnachricht. Rita Lu. Servus, guten Abend. Erstmal, dass du hier bist. Und heute sind wir hier in der Simulation Assetto Corsa Competizione unterwegs auf der Konsole. Wir fahren hier im PlayStation 4 Modus in der Klasse Pro. Wir sind so viele Fahrer, dass nicht alle Fahrerinnen und Fahrer auf einen Server kommen, um dir das kurz einmal nahe zu bringen. Und zwar haben wir heute 25, 27 Fahrer so um den Dreh rum. Und da haben wir uns entschieden, da einfach einen kleinen Cut drin zu machen. Die zweite Klasse fährt jetzt auch gerade synchron ihr Rennen, was wir allerdings leider nicht übertragen können. Aber Assetto Corsa Competizione, PlayStation 4 Modus, Rennsport pur. Gerade hier Laguna Seca mit der Corkscrew haben wir schon. Und auf PC sind wir ja auch unterwegs. Genau, PC sind wir auch unterwegs, haben wir schon viele, viele spannende Überholmanöver gesehen. Und auf dem PC simulieren wir auch Assetto Corsa Competizione und bald auch iRacing. Und da gehen wir nämlich ins Oval zusammen mit dem BMC Hockenheim. Danke. Ach, gerne, du weißt doch. Ich wollte es gerade sagen. Danke für die Überleitung. Gib Gas, sag's. Und da gehen wir in den NASCAR-Sport. Also auch hier etwas Großes fängt neu an. Falls du Interesse haben solltest oder irgendjemand noch mehr, Leute, wenn ihr Interesse habt, www.couchmasters.de. Ihr findet hier dort alle Informationen rund um das Simracing bei uns, bei den Couchmasters. Oder auch hier auf Twitch. Scrollt einfach ein bisschen runter, dann findet ihr den Direktlink zu Discord. Meldet euch an, seid dabei. Es kostet kein Geld, es gibt keine Mindestvoraussetzungen. Ihr könnt mitfahren einfach mit einem PlayStation-Controller. So habe ich angefangen zu fahren. Hier, Standard. Damit habe ich angefangen. Mittlerweile habe ich jetzt natürlich auch so ein bisschen mein Lenkrad und meinen Sitz. Aber man kann einsteigen, wie man möchte. Oh, Motorrad interessiert. Kein Problem, vielleicht kannst du sie sehen. Ich bin eigentlich auch Motorradfahrer. Aber ich kann für Motorsport immer was abgewinnen, egal ob auf vier oder zwei Räder. Also vielleicht siehst du es hier bei mir ein bisschen an der Seite. Also sei gegrüßt von Biker zu Biker. Ich weiß auch, dass noch ein paar andere Biker heute zuschauen. Ich grüße mal draußen alle Zweirad-Enthusiasten. Also auch von mir schöne Grüße. So,
Wir sind weiter hier im Duell und zwar X12R13, der Armin aus Österreich, hier mit der Startnummer 178 im Bentley, im sogenannten Bus, weil er so schwer und groß ist, aber er beherrscht ihn sehr gut, fährt aktuell auf Platz 5 und wir haben hier dann nochmal die Startnummer 167, das ist der Daniel Winke, der hier fährt mit dem Ferrari 488. Er sieht so aus, als hätte er heute die Möglichkeiten anzugreifen, aber lässt sich Zeit. Ich habe irgendwie heute, irgendwie erinnert er mich ein bisschen wie Valentino Rossi, um nochmal die Grätsche zum Motorradsport zu machen. Rossi war auch so, dass er sondiert hat, wie die Lage aussieht, ist immer so auf Platz 4, 5 rumgefahren, früher noch zu großen Zeiten. Man hat gedacht, ja, heute hat er einen schweren Tag. Dann hat er sich alles angeguckt, hat mal nach hinten geguckt, hat gefühlt sein Lederkombi zugemacht. Und dann Gas gegeben und das Rennen mit 5 Sekunden gewonnen. Ich weiß nicht, ob es der Daniel heute schafft, aber er kommt mir heute so ein bisschen vor, als studiert er den Vordermann. In dem Fall jetzt der X12R13. Kann auch immer mal wieder ran und geht wieder zurück und denkt sich, naja, ich habe hier noch eine halbe Stunde Zeit und ich warte auf einen günstigen Moment, um vorbeizufahren. Also so wirkt es halt auf mich. Sehr kontrolliert. X12R13, der Armin ist halt da jetzt auch, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt ein Gegner, den man so einfach überholt. Der weiß ja auch, was man machen muss auf der Rennstrecke, um gut und schnell unterwegs zu sein. Dennoch, der Abstand, wie gesagt, ist immer noch 0,848 Sekunden hat er zu Chicken Power, beziehungsweise Chicken Power hat 0,848 Sekunden. Und Haze Hunter muss ein bisschen abreißen lassen, aber schau mal aufs Heck. Ich glaube, er hat da einfach nicht die richtige Abstimmung oder Probleme mit den Reifen, weil man hat es einfach oft gesehen. Und ich wollte es auch nochmal sagen, bevor dann der kleine Rutscher kam, der ihm dann doch letztendlich Platz 6 gekostet hat, dass einfach das Heck vom Audi hier hinten nervös ist. Ich meine, X12R13 hat es ja auch gesagt, dass wir hier auch nochmal unterscheiden müssen für Autos mit Heckmotor und Frontmotor. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Und der Audi hier mit Sicherheit Heckmotor nochmal ganz anders zu fahren. Jedenfalls sind wir momentan in der 35. Minute und haben noch 24 Sekunden bei den Couchmasters auf PlayStation 4-5. Ich glaube, die können ja auch noch mitfahren. Und wir fahren im Split heute, weil wir so viele Teilnehmer haben, einmal auf Pro- und AM-Wertung. Das ist einfach eine Leistungsklasse, die wir eingeführt haben, damit auch Beginner einfach nochmal die Möglichkeit haben, auch sich zu messen mit anderen auf gleicher Stufe ein höheres Erfolgserlebnis zu haben. So. Genau, also jetzt müssen wir mal aufpassen, Sven hat irgendwas loswerden. Wenn ich schon nicht fahren kann, dann muss ich jetzt auch eine Sache loswerden, wenn ich zum Zuschauen verdammt bin. Bin ich mal gespannt. Oh, ich muss mich korrigieren. Oh, Chicken Power Entschuldigung, raus. Dass ich eingrätsche. Ja? Erstmal, Daniel hat leicht das Grün geküsst, wie wir gesehen haben. Er reitet jetzt rein in die Box. Und fährt jetzt in die Box und wir haben heute ein Boxenstoppfenster von 10 Minuten, was jetzt geöffnet ist. Ich glaube, das könnte keine Sekunde zu früh kommen für den Daniel Winke, hier mit der Startnummer 178. Er kommt, glaube ich, genau zur richtigen Zeit zur Box. Es ist gerade eben aufgegangen, er ist direkt rein. Also wenn alles gut läuft, kommt er da richtig gut durch. Er war ja auch nah dran, die anderen müssen jetzt rein. Also ich bin mal gespannt, das ist ein klassischer Undercut, wenn er jetzt das richtig macht. Da könnte er dann wahrscheinlich vor den anderen rauskommen. Ja, das könnte natürlich gut Ronin sein. Ronin geht jetzt auch in die Box. Weiß nicht, hat er sich verfahren ein bisschen? Steht so quer in der Box. Weiß nicht, was passiert. Was war Boschetto? Mit Ronin. Oh, da. Er hat gewartet in der Box. Hatte er da eine Zeitstrafe? Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Dann haben wir Effel 52. Auch ein sehr schönes Fahrzeug. Oh, also, jetzt, danke, ja. Gebe ich nur zurück. Sven, danke an dich, dass ihr mitfahrt. Wenn ihr als Fahrer nicht wärt, dann hätten wir natürlich auch gar keinen Job. Von daher, wie ich es auch so schön geschrieben habe, ohne die Fans sind wir nur die Hälfte und ohne euch Fahrer sind wir nichts. Also deswegen vielen Dank, dass ihr alle dabei seid und auch die Fahrer. Das können wir nur zurückgeben und wir nehmen das Lob mal gerne an. Und ich danke auch dir, Phil. Ne? Hat ja auch viel gebracht, dass du mich da unterstützt. Ich glaube, da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank für dieses tolle Lob. Also freut uns natürlich immer wieder, sowas von euch zu hören, dass euch der Stream Spaß macht, dass den Job, den der Chris und ich hier machen, euch wirklich zusagt und gefällt. Freut uns natürlich innerlich sowie äußerlich. Also ihr zaubert auch uns damit ein Lächeln ins Gesicht.
Und Chris, auch dir muss ich danke sagen, dass ich an deiner Seite bzw. unter dir kommentieren darf. Ich kann es auch gerne mal verschieben. Auch gerne hier bleiben. Warte mal, ich kann es auch verschieben, oder? Kann ich nicht? Nein, kannst du nicht, brauchst du auch nicht. Machen wir jetzt nicht während des Streams. Nee, das machen wir nicht während des Streams. So, die ersten Boxenstopps sind geschehen. Maurice Bröhl auf Platz 6 aktuell. Derjenige, der nach dem Boxenstopp auf Platz 1 fährt. Daniel Chickenpower, auch schon bereinigt. Hayes Hunter, Ronan Francois und Daniel Schmeen, alle waren sie schon in der Box. Tim wahrscheinlich wieder, Achtung, das Füchschen, wird in der letzten Minute wahrscheinlich in die Box fahren. Wahrscheinlich. Er wird diesmal lange draußen bleiben. Also vielen Dank nochmal, Sven, für dein Lob. Danke. Genau, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich bin mal gespannt. Also Mauris Brüll ist ja auch durch. Oh, hier schön, kann man es mal sehen. Er jetzt die Lichthupe. Der verschwindet da einfach mal wieder. Aus dem Bild, der Phil. Genau. Einmal kurz zurecht zubbeln und dann sitzt das Ganze wieder so. Also, aber wir müssen noch schauen. Der Führende, schauen wir mal drauf auf den wunderschönen Porsche, die Startnummer 16, Andy Lasagnel, der hier auf dem ersten Platz fährt, war eigentlich Startziel und bisher richtig gut unterwegs. Ich hoffe, er kommt da auch gut an. Definitiv. Also ich glaube heute allgemein, das komplette Fahrerfeld, auch wenn es vielleicht ein, zwei Runden Unterschiede sind, hat heute so eine konstant geschlossene Leistung, dass ich da wirklich sagen muss, die Jungs könnten da noch tagelang so weiterfahren. Da wird es immer Zweikämpfe geben und da wird es immer um die Platzierung gehen, weil es halt hier wirklich doch verdammt eng ist. Absolut eng, also megamäßig. Und ich bin da immer gespannt auf die ganzen Duelle, die wir vor einem Rennen haben, die wir als gar nicht wissen, wie sie ausgehen. Also von daher... Ja, vielen Dank auch Vanessa. Ihr seid ja schon unsere Mega-Fans. Also ich freue mich auch immer, wenn ihr da mit dabei seid. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn wir so eine Community haben wie ihr, die uns auch unterstützt und sogar auch mal mit fachlichen Informationen uns aushilft oder mal mit Insiderwissen, so wie vorhin Frau Ramazzotti, die uns ja auch mal geschrieben hat, was der Angelo Ramazzotti macht im AM. Also das ist immer ganz toll, wenn wir da auch mal einen Blick rüberwerfen können. Also wenn ihr noch da seid und es hört und wisst, was drüben passiert, dann schaut doch einfach mal vorbei. Also es sieht aber fast so aus, als wäre hier das Doppelführung Andy Lasagnel, nämlich im fast gleichen Porsche wie der Franz Schulz. Da haben wir mit der Startnummer 28, gehe ich davon aus, dass die beiden in einem Team fahren. Und der Teamname müsste auch bekannt sein. Wenn ich da richtig bin, ist das Yellowbird Motorsports. Ja, da liegst du genau richtig. Definitiv Yellowbird Motorsport. Die beiden sind so ein bisschen wirklich die Aushängeschilder und ich finde halt auch die Lackierung passt. Sehr schade ist es, dass man auf der PlayStation bzw. auf der Konsole keine Full Custom Liveries erstellen kann. Kurz erklärt, was ist das? Bevor sich der eine fragt, hä, was will der jetzt? Nein, Full Custom Livery heißt, man kann das Auto komplett selbst designen, gestalten, lackieren, mit Logos versehen, wie wir es aus dem PC-Bereich kennen. Hier auf der Konsole hat man vorgegebene Designs, Optiken und verschiedene Grafiken. Way, Vanessa, vielen Dank. Danke, Vanessa. Ja, Vanessa, ey, 2001, was soll man dazu noch sagen? Es ist, danke. Also man muss sagen, so wie Vanessa und Daniel Winke, wie die hier die Sache unterstützen, das ist eine mega coole Sache. Wir müssen da, glaube ich, echt mal auch ein kleines Danke zu geben. So, jetzt schreibt Frau Ramazzotti, die schreibt, Angelo konnte den Platz nicht halten, ist gerade auf Platz 4. Also er ist ja von Platz 1 ins Rennen gegangen in der AM und ist leider ja nicht ganz jetzt vorne. Aber das Rennen ist ja noch nicht vorbei, er hat eine Chance. Also ich bin heute echt geblättelt um wieder unsere Community. Danke Vanessa, danke Frau Ramazzotti und dass ihr alle uns unterstützt mit Fachwissen, mit Abos. Also ich bin total gerührt. Megamäßig schön. Dann. Tim war noch nicht in der Box und der Andy Lasagnel ist jetzt an der Box. Ich bin mal gespannt, was passiert, wo er rauskommt. Ja, definitiv. Und gerade auch wie Tim das dann wieder macht, was für eine Strategie er fährt. Ja,
ob er mehr Sprit mitnimmt oder nicht. Ja, ich möchte es mal hoffen. So. Das ist, um die Frage zu beantworten, ob es normal ist, dass die Bremsscheiben die ganze Zeit glühen, ist ein bisschen überzogen dargestellt, korrekt. Das ist leider ein sogenannter Bug, also ein Käfer, ein Fehler in der Simulation. Das ist leider so bei Assetto Corsa, wenn man da online spielt, dass das so passiert. Da können wir auch nichts dafür, wir finden es auch nicht schön. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, was du ja auch schon angesprochen hast, dass man mal ein Update macht, dass das dann aufhört zu leuchten, aber du hast völlig recht. Das entspricht nicht der Realität, dass die ständig glühen. Sowas kann mal natürlich vorkommen, aber dauerhaft, so wie das hier zu sehen ist, ist leider einfach ein bisschen ein Problem. Oder sind bei allen die Bremsen fest? Das könnte natürlich auch sein, ja. So, mal ein kurzer Zwischenstand. Ich habe mir mal erlaubt, den Pro-Server zu verlassen, um euch wirklich auch allen Infos vom AM-Server zu geben. Aktuell kurze Durchsage. Der Ronny Schreier führt aktuell mit 22 Runden das Fahrerfeld an. Patrick Siska ist mit 4 Sekunden hinten dran auf Platz 2. Dann der Wehner, Kim Wehner ist auf Platz 3. Angelo Ramazzotti, wie die Frau schon bestätigt hat, auf Platz 4. Jack Hausinger auf Platz 5. P206-Freak, der Christian, ist auf Platz 6. Harry Gersack ist auf Platz 7. Die Anne Hepp, die einzige Fahrerin hier bei uns aktuell bei den Couchmasters, auf Platz 8. Maleato Marco Möller ist auf Platz 9. Bosniak ist auf Platz 10. Und der Chris Kalt auf Platz 11. Kalt. Hier das kurze Zwischenstanding. Ich glaube, der Christian Kalt schuldet mir noch ein Fanshirt, oder? Er müsste mir das doch machen, oder ich ihm? Egal. War da noch was? Da war mal irgendwas, ich weiß nicht. Ich habe halt einfach Verbindung zu meinen ersten, was heißt zu meinen, also zu den Fahrern, die von Anfang an dabei waren, habe ich einfach eine Verbindung, die uns so lange, jetzt schon über 2 Jahre, die Treue halten. Das finde ich einfach schön, aber wie gesagt, ich mag alle unsere Fahrer, egal ob sie nur einmal dabei sind oder öfter, ich finde es immer wieder ganz spannend. So, jetzt wird nämlich der Abstand kleiner zu Franz Schulz und Maurice Brühl. Franz Schulz ist gerade mal nur noch 1,267 Sekunden hinter dem Franz Schulz. Andy Lasagnel hat auch nicht so einen großen, ja doch, sind 14 Sekunden, beziehungsweise, das ist ja ein ganz schönes Stück, aber wenn man hier aufs Bild schaut, sieht es eigentlich nicht so weit auseinander aus, wie man die Zeit denkt. Man denkt 14 Sekunden. Oh, 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 ja. TNR Ronin dreht sich raus. Oh. Nach der Kurve 5 auf der kurzen, langen Geraden, möchte ich mal sagen. Oh, das dreht sieht sich noch aus. Mal. Das sieht so aus, dass er wirklich ein paar Probleme hat mit seinem Auto. Oder ob das ähnlichen Fall hatten wir gestern, dass die Technik spinnt. Da ist er ordentlich über die Curbs gedonnert. Ich glaube, der hat einen Schaden am Auto. Also die Lenkung ist auch nicht mehr richtig. Der ist ja eben richtig über die Curbs drüber geflogen. Ja. Ich drücke ihm mal die Daumen, dass da nicht viel kaputt ist. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, dass er da durchkommt. Jo, und dann muss man mal sagen, so klammheimlich schiebt sich da der Tim auf Halbgas nach vorne im Feld. Da ist er. Der Tim auf Halbgas auf Platz 6. Ja. Man bedenke, er ist vom letzten Platz gestartet. Verrückter Kerl. Ja. Oh, aber da eben auch das Fahrzeug ein bisschen ausgebrochen. Ja, das sind die Curbs. Das sind die inneren Curbs, die dann da wirklich ein bisschen auch absacken und dafür sorgen, dass das Auto einfach auf der Strecke aufliegt. Sobald das passiert, haben die Reifen einfach... Oh, Andi jetzt neben der Strecke, was ist denn da los? Viele sind heute jetzt aber absolut neben der Strecke. Andi Lasagnel fährt mit seinem Wagen an der Führung liegen vorbei und jetzt ist Franz Schulz, sein Teamkollege, da und schon wieder ein Fahrfehler von Andi Lasagnel. Was ist denn jetzt los? Der hat aber auch immer Leute, Pech. Leute. Sein Teamkollege jetzt, die beiden Yellowbird Motorsport Porsche vorne, Platz 1 und 2, das wird ein teaminternes Duell. Leider ist es beim Andi immer so, dass er doch vorne führt und oft unverschuldet kurz vor Schluss noch was passiert. So, 20, 23 Minuten haben wir jetzt noch ganz genau Rennen zu fahren und die ersten drei sind komplett hintereinander. Das ist jetzt wieder Motorsport-Spannung pur, aber der Andi
Hier weiß er, jetzt muss er Gas geben und da ist auch gleich wieder die Lücke rein. Aber der Franz hat natürlich gleich den Braten gerochen und hat gedacht, na, da bin ich vorbei, wenn da schon was passiert. Jetzt zusammenreisen. Andi? Und vergesst da nicht gerade jetzt den Maurice, der da jetzt hinten dran ist, der am Franz sein Hintern klebt und einfach sagt, jetzt bin ich dran, vergiss es, du kommst mir nicht mehr weg. Und ich glaube auch der Franz Schulz sagt sich jetzt, da bleibe ich dran. Die 14 Sekunden, die habe ich jetzt gewonnen, egal wie, da nutze ich jetzt nochmal die Chance. Also ich glaube, das gibt dann nochmal einen richtig heißen Showdown. Auf jeden Fall, wie der Frank Slow auch schreibt, die Fahrer sind heute ein bisschen neben der Spur, das kann man definitiv sagen. Aber ich glaube, ich habe eine super tolle Ausrede, ist einfach die Zeitumstellung, die uns wahrscheinlich alle ein bisschen gefreut hat. Ja, ich weiß nicht, wie euch ging, aber mir ging es auch wirklich heute schwierig mit der Stunde, die man da geklaut hat. Echt? Ja. Also, ich durfte am Wochenende noch arbeiten, das war hardcore. Das glaube ich dir. Und arbeiten. Wenn man dann im Stream abends, ja. Ja, da stellt man sich morgens um 5 den Wecker. Nein, um 4, dass man ja denkt, okay, es ist gut, 5 kann ich aufstehen, ich kann noch mal eine Stunde. Und dann noch abends, also mit der Vorfreude auf den Stream, es ist einfach brutal. Also abends, wenn ich dann wirklich nach dem Stream noch mal so drüber nachdenke, mir vielleicht noch mal so eine Szene angucke, heute wird es definitiv jetzt hier die Aufholjagd von Franz und von Maurice sein, denke ich mir, och, let's go, lass doch einfach noch ein Stream starten. Aber wenn ich damit dann um die Ecke komme und sage, Chris, wollen wir nochmal? Ich glaube... Wir werden, mach dir keine Sorgen, wir werden auf jeden Fall noch öfter streamen, wir werden noch mehr Dinge bekommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir eure Unterstützung bekommen. Und ihr macht das ja alle schon ganz toll, die hier seid. Aber sagt es doch einfach weiter, sprecht doch mal mit euren Leuten, die ein bisschen Motorsportverrückt sind und sagt, hey, da gibt es eine richtig tolle Rennserie, die ganz nah am Motorsport dran ist, am realen. Und die machen auch virtuelles Racing, die Couchmasters. Schaut mal vorbei, ein Angebot für jeden, für Profis und auch für Einsteiger auf PC, auf Konsole, in iRacing, Assetto Corsa. Wir haben alles im Angebot und bald, wie gesagt, auch ein NASCAR-Rennen, da sind noch Plätze frei. Da schaut doch bitte mal vorbei auf www.bmc-hockenheim.de. Dort oben auf Sim Racing, da gibt es den BMC Simcar Cup, da gibt es noch einige freie Plätze, nicht mehr so viele. Und dann starten wir da auch mit einer ganz, ganz tollen Meisterschaft, wo es auch Preise gewinnt und auch der Hockenheim Ring als offizieller Partner ist. Deswegen muss ich da jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen. Also danke an den BMC Hockenheim, der uns ja auch so unterstützt. Und wie gesagt, wollt ihr uns unterstützen, dann abonniert uns oder folgt uns. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr einen Kanal ja kostenlos abonnieren. Und das wäre ein Beispiel unserer. Dann bekommen wir die Unterstützung und euch kostet es nichts. Also wenn ihr noch Leute kennt, die Eltern, die haben Amazon Prime, Bruder, Schwester, Freund, was auch immer, und ihr habt noch keinen Kanal abonniert, dann abonniert unseren Kanal und dann könnt ihr uns damit unterstützen. Euch kostet es nichts, wir haben was davon und wir können euch noch mehr Renn-Action bieten. So, danke, das war's mit der Werbung. Muss auch mal sein. Zurück zum Rennen. Genau, und noch ergänzend zur Werbung. Ergänzend zur Werbung und dann war er weg. Also hier hat er jetzt gerade, da ist er wieder. Ah, er ist wieder da. Ich bin wieder da? Ja, du warst gerade eben weg. Ergänzend zur Werbung und dann warst du weg. Oh, Franz Schulz jetzt neben der Spur wieder mal, wie Frank Slow das sagt. Und das könnte jetzt für Maurice Brühl wieder den Abstand kleiner machen. Der Andi Lasagnel hat sich gefangen, der fährt wieder weg. Ich drücke jetzt auf die Daumen, weil der hat so... Der baut jetzt gerade seinen Vorsprung wieder aus. Mal kurz das noch zu Ende bringen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne ein Trinkgeld geben, wenn ihr das möchtet. Einfach runterscrollen, uns unterstützen. Dann werdet ihr weitergeleitet. Das nochmal abschließend zur Werbung. Jetzt geht's weiter im Zweikampf. Maurice Brühl und Franz Schulz. Hier die beiden, hab ich ja ehrlich gedacht, die haben das in trockenen Tüchern. So einen schönen großen Abstand, wie sie zwischendrin hatten. Sind saubere Runden gefahren. Dann aber der Fehler von Andy Lasagnier. Jetzt dann auch Franz Schulz und Maurice wieder an Andy dran gewesen, bis auf unter einer Sekunde. Andy konnte sich jetzt wieder schön absetzen in seinen echt richtig schön lackierten gelb-schwarzen Porsche. Oder ja, das ist erst so ein, ich weiß nicht, ist da ein bisschen rot mit drin. Auf jeden Fall hat jetzt Franz Schulz noch ein bisschen Druck von hinten, vom Maurice, der jetzt sagt, du, du hattest mal mehr Vorsprung, jetzt mache ich mir den zunutze. Und hier haben wir dann auch die Lichthupe. Schön gesehen, jetzt werden die Mittelchen eingesetzt bei noch 18 Minuten Rennfahrzeit.
jetzt kommt so langsam alles raus und es wird final um die Position gefightet. Ja, jetzt sehen wir gerade bei den zwei, also da geht's jetzt bald zur Sache. Und auch hier, wie sie das jetzt schon lange durchhalten, muss man ja auch mal sagen, das ist jetzt schon eine ganze Weile wirklich hartes Kämpfen und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also, ich würde mir nochmal einen Positionskampf wünschen, ob er dann zu Ende geführt ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber nochmal so, na, so ein bisschen dieses, jetzt bin ich da, jetzt fahre ich neben dir, ob es zum Positionswechsel kommt, das dürfen die Fahrer unter sich ausmachen. Aber das wäre jetzt dann nochmal so zum Abschluss das Highlight. Ganz genau. Also, wir haben ja auch noch ein paar Minuten zu fahren, genau 17 Minuten. Ich bin mal gespannt, was der Maurice Brühl macht. Oder ob er da jetzt auch einfach sagt, naja, ich bleib da dran und guck's mir erst gegen Ende an oder ob er jetzt schon angreift. Da bist du ja ein bisschen mehr auf der Fahrerseite oder an die Fahrer, die jetzt draußen im Chat sind. Ihr fahrt ja gerade nicht mit. Wir wissen es ja vom Sven, der leider nicht mitfahren kann, weil gerade Sturm ist an der kroatischen Meeresküste. Dann, wie ist das so? Also was würdet ihr jetzt in dem Fall von Maurice machen? Würdet ihr jetzt schon auf Konter gehen, Angriff oder noch ein bisschen warten, so 17 Minuten vor Schluss? Wir sehen ja auch, dass sein Wagen eben auch wieder ein bisschen gerutscht hat. Der Regen ist nicht gekommen. Also was würdet ihr machen an die Fahrer da draußen im Chat? Sagt uns mal, was würdet ihr jetzt an der Stelle machen? Schon angreifen oder noch ein bisschen warten? Wow, danke! Wow, super, vielen Dank! Ein anonymer Spender. Anonymaus. Anonymaus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auch in meinem Sinne natürlich, egal ob mit oder ohne Namen, denn ja, man kann auch anonym spenden. Vielen, vielen Dank. Ist eine ganz, ganz feine Sache. Freut uns natürlich beide enorm, wenn ihr als Zuschauer da doch wirklich solche Kleinigkeiten uns, zukommen lasst als kleines Trinkgeld. Da geht dann mal ein schönes Getränk drauf. Da stoßen wir dann auch wirklich drauf an. Vielen Dank in diesem Sinne und ja, die Kamera ist viel zu langsam. Also vielen Dank kann ich mir nur anschließen und auch danke an die Fahrer, die da draußen kämpfen. An die Lasagnelle, ja, die mich jetzt wieder unter Bedrängnis. Ich weiß gar nicht, heute wirklich super toll, Montagabend, Start in die Woche, Zeitverschiebung, wie ihr uns unterstützt mit Abos, mit einem Trinkgeld und auch hier auf der Strecke die Fahrer, die zeigen können hier, was sie können im wahrsten Sinne des Wortes. Und leider fehlt ja ein Fahrer, das ist der Christian Löber, der musste wegen Internetproblem leider wieder raus. Er hat ja, weiß ich von zu Hause, also im Hausanschluss da immer ein bisschen Probleme mit Internet. Das hat ihm jetzt schon ganz viele Meisterschaften verhunzt, das tut mir auch leid. Wenn ich könnte, würde ich hier direkt eine Internetleitung von mir legen. Oder ich komme mal mit dem Handy vorbei, mach dir einen Hotspot auf. Also Andy Lasagnelle jetzt hier wirklich am Kämpfen. Hier, meine Damen und Herren, ihr seht jetzt hier die ersten drei. Das ist Andy Lasagnelle mit der Startnummer 1. Er fährt auf Platz 1. Er wird verfolgt von seinem Teamkollegen, dem Franz Schulz. Beide fahren für das Yellowbird Motorsport Team. Und dann hinten dran haben wir schon den Maurice Brühl, der da nach mit ins Geschehen eingreifen will. Und der Maurice Brühl, ich weiß gar nicht, der Maurice Brühl fährt für das Team Funtech Racing, also Funtech Racing Team. Jawohl. Das müssen wir auch mal erwähnen, natürlich. Das ist ja wirklich, ja. So anonym auch nicht. Danke, Vanessa. Wir müssen dir, glaube ich, bald mal ein Fanpaket schicken. Mit exklusiven Sachen. Mit ganz exklusiven Sachen. Da reden wir noch drüber. Da habe ich eine Idee. Genau. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Oh, Franz, jetzt nehmen mit zwei Räder auf dem Grün. Die nutzen wirklich die ganze Fahrbahnbreite. Also die nehmen jeden Millimeter der Strecke mit, den sie nutzen können. Jetzt sind es, wie gesagt, noch 13 Minuten und 44 Sekunden. Ich hatte ja mal die Frage an die Fahrer da draußen gestellt, weil ihr ja schon da seid. Was würdet ihr jetzt machen? Also momentan war es ja jetzt so, dass der Maurice Brühl hinten dran war direkt, aber dann jetzt, wo es aussah, doch alle wieder ein bisschen den Abstand vergrößern können. Aber es sind immer noch 13 Minuten und da haben wir schon ganz, ganz viel gesehen. Ja, innerhalb von 13 Minuten haben wir zum Beispiel gesehen, komplette Ausfälle, Totalschaden. Wir haben einen Sechstplatzierten noch auf dem Podiumsplatz gesehen. Wir haben einen Zweitplatzierten komplett ohne Tank ausrollen sehen. Also sogar in den letzten 2-3 Minuten kann doch wirklich so viel passieren.
Und ich tippe drauf, Maurice, meiner Meinung nach, der möchte sich noch den zweiten Platz schnappen. Das ist so mein Tipp unter uns. Genau, und einen, den haben wir ganz wenig erwähnt, aber fährt hier ein ganz, ganz super Rennen. Das ist nämlich der Yoshi Mitsud. Ja, der Yoshi, fährt. Der ist still heimlich, unser Joshua. Ja. Still und heimlich fährt er da von Position zu Position in seinem Ferrari, macht, glaube ich, so ein bisschen den Tim einfach nach. Genau, der Tim lässt es auch ganz grusam angehen. Also auch hier, wie gesagt, Yoshi Mitsu, also der Joshua war hier mit der Startnummer 888 im Ferrari 488. Ja, haben wir wenig erwähnt bisher. Sehr schade, weil er fährt hier ein ganz gutes Rennen, wie ein Schweizer Uhrwerk. Ohne Fehler spult er hier seine Runden ab. Das ist auch auf jeden Fall, dass man... Oh! Double Dave! Double Dave! Danke! Ja. Achtung! Es ist immer geil, wenn sich dieses Rad dreht. Mega geil. Danke. Hörst du die Stimme eigentlich nicht, die Computerstimme? Hört ihr die Computerstimme noch, die sich bedankt, oder ist die aus? Also ich höre sie nicht, weil ich den Stream aus habe. Okay, aber da müsste normal, kommt dann nämlich immer nochmal eine Stimme, eine Computerstimme, die man ja kennt aus anderen Bereichen. Oh nein! Wen sehen wir denn da neben der Strecke? Das tut mir auch leid. Das war der Tierney Ronin. Ja, leider. Hat auch so eine schöne Pace gehabt. Ja, der Pascal, also auch eigentlich ein Fahrer, den verstehe ich auch nicht. Gut, es muss die Zeitumstellung sein, weil er ja auch eigentlich jemand ist, der da auch richtig gut fährt. Ja, und schau mal an, wer da noch im Chat ist. Ah, David, hi, da meldet er sich. Ja, da die Stimme ist da. Also gleich auch. Genau, weil du meistens, genau, ich war immer verunsichert, ob du sie hörst oder nicht, aber jetzt weiß ich, weil wir meistens quatschen, wenn die Stimme kommt, die sich bedankt. Aber es ist ja auch schön, wenn wir uns nochmal bedanken. Also, die Spitze ein bisschen entschärft, Andy Lasagnel jetzt wieder gefangen. Er weiß, so jetzt diesmal, da möchte ich gewinnen. Also David, bin am Essen, aber hör schon seinem Rennstart zu. Danke, David, dass er dazu hört. Andy Lasagnel weiß, er muss ja jetzt einfach auch wieder dranbleiben, weil Andy hatte jetzt schon ganz, ganz, ganz oft Pech, für das er nichts konnte, dass er einfach ewig lang ein Rennen geführt hat und gegen Ende irgendwas passiert und er dann auf Platz 2, 3 oder noch weiter hinten landet. Also ich drücke ihm heute ganz, ganz fest den Daumen, dass er wieder sein Rennen gewinnen kann. Also ich gönne es jedem. Versteht es nicht falsch, aber für mich heute mal der Andi wieder, der das auch hat, sein Teamkollege hinten dran, der Franz Schulz, auch eine super Leistung, die er da fährt, heute, was er zeigt, und natürlich auch mit Laguna Seca ist keine einfache Strecke, also man muss wirklich von Platz 1 bis Platz 12, egal, ob das der Daniel Schmeen, der Pascal Ronin, also der Ronin ist, der François Bouchetto, FE52, X12R13, Hayes Hunter, Tim Steinbrecher sowieso, der Daniel Winkel, Joshua, Maurice Brühl, Franz Schulz, Andi Lasagnel, super Leistung. Cool, was ihr aber heute abzieht. Und von daher, ich würde es nicht so weit schaffen. Also, das werden wir ja noch sehen, weil... Ja, aber wir wissen ja nicht, wo wir fahren. Das ist mal nicht das Problem. Aber, wenn du fährst, ich übertrage. Ja. Und ich bin live dabei. Wir müssen mal abklären, ob wir vielleicht so eine Nummer nicht machen können bei unserem Partner, beim BMC Hockenheim. Beim Badischen Motorsportclub, die haben ja ein eigenes Sim-Racing-Center aufgebaut, zusammen mit dem Hockenheimring und am Hockenheimring, und da können wir vielleicht einfach auch mal bei denen so einen Simulator benutzen, die Kamera aufbauen und das übertragen. Und wie gesagt, aber auch hier ist der BMC mit einer eigenen Rennserie am Start, und zwar dem BMC Simcar Cup, war vorhin mal das Bild eingeblendet. Da ist es vielleicht auch schön, wenn ihr euch da mal meldet oder wenn ihr einfach ein bisschen Werbung macht für den BMC Simcar Cup, und ja, den könnt ihr nämlich gleich kurz eingeblendet wahrscheinlich mal sehen. Schaut mal vorbei auf den Couchmasters oder auf www.bmc-hockenheim.de. Da mal vorbeischauen, das wäre ganz toll. Da gibt es immer noch so ein gewisses Sub-Goal, auf das wir warten. Ein Sub-Goal? Was meint der David jetzt? Weißt du was, von dem ich nicht weiß? Ich bin auch... Vanessa, auf jeden Fall, wenn dir das Thema gefällt, bist du bei uns natürlich genau richtig, denn wo wir jetzt gestreamt, wo wir jetzt übertragen, wäre leider vielleicht ab und an mal, aber hauptsächlich kommentiert das Chris mit dem BMC-Kollegen, der da einfach in der Nesca-Serie mit Blut und Schweiß dabei ist.
Der kennt sich einfach besser aus. Und daher wird der Chris da einen anderen Partner haben. Ich werde aber trotzdem im Chat dabei sein. Und es kann doch mal sein, dass ich da mit in den Stream mit dazu komme als Co-Moderator. Oder auch mal als Co-Moderator. Also der Moderator ist vom BMC kein geringerer als der Präsident vom BMC, vom Badischen Motorsportclub. Ja. Der BMC ist übrigens einer der größten und ältesten Motorsportclubs in Deutschland. Auch mit mehreren hundert Mitgliedern oder noch mehr sogar. Und der Präsident Jörg Bensemann, der ja auch dem zu sagen haben, dass die Euro-NESCAR, also die reale Rennstrecke nach Hockenheim gekommen ist, auch die sich in Europa mit oder Deutschland bewegt, ist es schon mal eine ganz tolle Sache, dass wir den da an der Seite haben. Ich weiß aber jetzt schon, dass er nicht an allen Terminen kann. Und dann hoffe ich doch, dass der Phil da auch wieder zur Seite steht und dem BMC und uns oder mir auch wieder hilft. Ach, da brauchst du mich nicht zweimal fragen, da brauchst du mich nicht einmal bitten. Ich bin dabei. Genau, also Franz, ja. Genau, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du am Start bist. Frank Slow schreibt jetzt mal, Andi und Franz waren schon damals im Ligabetrieb bei SimSport Racing Project Cars schnell unterwegs. Ja, das stimmt, also da auch immer. Ja, hier zu sehen, Maurice macht immer noch Druck. Andi Lassaniel, Franz Schulz hier, Yellow Bird Racing Team in den Porsche, fahren solide ihre Leistung ab. Hinten dran Platz 4 Yoshi Mitsu, der Joshua, hat seine Pace mittlerweile gefunden. Vielleicht, ja, ich glaube nicht mehr, dass er da nochmal mit 30 Sekunden Rückstand noch einen Angriff starten kann. Wenn. Oh, Ronan hat wieder ein Problem neben der Strecke. Wir sehen. Ja, das ist jetzt. Ist natürlich auch die Verschleißfrage da. Wie gut halten die Reifen noch? Hat man überpaced? Ist man safe gefahren? Ist halt immer jetzt noch das Thema mit 6 Minuten Restfahrzeit. Also, liebe Fahrerinnen und Fahrer, macht keine Fehler. Fahrt jetzt das Rennen safe zu Ende. Und Vanessa, ja, Phil ist immer da. Versucht zumindest. Genau, also das Subgoal war ja mal ein Community Race mit Chris. Wahrscheinlich muss ich einmal auf PlayStation fahren und einmal auf PC, dass mal jeder mitfahren kann. Also ich würde sagen, da gehen wir mal in die Planung. Also jetzt machen wir es mal langsam fest. Ich orientiere mich mal oder ich schaue mal, wo wir fahren können. Dann werden wir nach der gegebenen Zeit das mal dann auch veröffentlichen. So, also Andi Lassaniel führt weiter das Rennen an im gleichen Porsche. Deswegen sahen wir jetzt nicht, dass sich das wechselt. Wir waren vorhin bei Franz Schulz. Also er sieht ein bisschen nervös aus, der Wagen. Also er lässt ihn schön tanzen. Er ist sehr unruhig, aber kontrolliert unruhig von Andi Lassaniel. Der möchte jetzt gewinnen. Also es sind noch 5 Minuten und 2 Sekunden. Und dann, wenn alles gut geht, kann er das Rennen hier der Couchmasters, das zweite Rennen das zweite Rennen in der ersten Season 2022, so viel 1er und 2er, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Also, das zweite Rennen der Season 1 sieht so gut aus, dass er Andi Lassaniel das klar macht. Ja, hier ist Franz Schulz, der fährt wieder ein bisschen weg. Maurice Brüll vom Funtech Racing Team ist immer mal wieder ein bisschen dran am Porsche, muss dann aber abreisen. Er fährt hier mit dem schönen dunkelblauen, ja mattfarbenen Bentley. Also es sieht ziemlich gut aus, aber er hat auch noch so ein schwarzes Muster drin, das kann ich gar nicht richtig erkennen. Sieht richtig gut aus. An allem anderen wird sich natürlich ein bisschen jetzt hier die Zeit. Wir sehen Yoshimitsu auf 4, wird auch nicht mehr so viel schief gehen. Und auch ganz toll gefahren, der Daniel Winkel. Hier die Startnummer 167 im Ferrari 488. Ich weiß gar nicht, in welchem Team der mitfährt. Der müsste ja schon quasi, der Daniel Winke, müsste ja ehrenhalber, hat er schon einen Teamnamen? Warte mal. Der müsste ja schon ehrenhalber, dank seiner Frau, müsste er ja quasi schon für das Couchmasters Simracing Team fahren. Vom Couchmaster Team. So wie die das unterstützen. Auf jeden Fall, Daniel Winke hier jetzt mit 11,582 Sekunden. Das ist natürlich schon mal eine Sache. Phil braucht auch einen Couchmaster-Banner für hinten. Also ich habe nur noch die Banner da, weil hinten dran ist noch nicht fertig gebaut. Das habe ich die Banner, aber klar, können wir auch nochmal besorgen. Ach ja, die würde ich mir auch ganz schön da hinten aufstellen. Also so ist es nicht. Aber kommt alles mit der Zeit. Das sind so Feinheiten. Jetzt erstmal Hauptsache, die Streams passen, das ist alles genau. Wunderbar. So, und dann. Hier sehen wir gerade, der Abstand ist ziemlich klein geworden und zwar X12R13
kommt an Haysand daran. Es sind jetzt noch 2 Minuten 57 Sekunden. Dann ist auch hier das Rennen 2 in der Season 1 auf PlayStation Couchmasters Geschichte. Wir ja nicht nur auf PlayStation unterwegs, sondern auch auf PC in Assetto Corsa und iRacing. Wenn ihr da Infos haben wollt, www.couchmasters.de. Ja, also Andy Lasagnel weiter auf Platz 1. Ich drücke ihm heute die Daumen. Er ja leider immer oft vom Pech verfolgt. Wir sehen, dass wir nichts sehen, und zwar schaltet die Kamera nicht um. So, da haben wir es wieder. Was ist passiert? War er neben der Strecke? Wie ihr seht, war mal kurz kein Auto im Bild zu sehen, und dann haben wir kurz nur unten den Andy Lasagnel über das Schotter fliegen sehen. So, jetzt schauen wir mal, weil ich glaube, das könnte hier jetzt nochmal eine interessante Nummer werden. Und zwar, Haysehunter muss aufpassen, ja, dass der Armin hier nicht vorbeifährt. Kurze Info an dich, und zwar im Steckbrief: Der Daniel hat kein Team angegeben, also ja, aktuell noch ohne Team. Jeder kann ihn angeln. Oh ja, dann nehme ich ihn. Als Teammate angeln, als ja. Oh Partner nein, Haysehunter jetzt neben der Strecke. Ah, schade, schade, schade. Und somit dann X12 R13 vorbei. Das ist so kurz vor knapp, ist das so ärgerlich. Aber mit der langen Zeit so konzentriert zu bleiben. Entschuldigung, wenn ich hier das da... Ihr könnt den Daniel Winke noch unter Vertrag nehmen, aber so wie Vanessa Gas gibt, müsst ihr ja schon ehrenhalber fürs Couchmaster-Team fahren. Ja, also wenn die Verträge stimmen, natürlich, klar, aber alles andere haben die beiden da unter sich zu entscheiden. Ja, François hat hier auch noch mit Effe 0,448 Sekunden Abstand. Da dreht sich's um Platz 9. Wow. Richtig, richtig schönes Duell, um da mal noch drauf zu kommen. Ich würde dir gerne die Zieleinfahrt zeigen, aber das ist natürlich super spannend, wie François Bochetto jetzt hier an F52 dran ist. Jetzt müsste aber auch gleich die Zieleinfahrt kommen. Ah, ist natürlich so, jetzt Zieleinfahrt zeigen oder nicht. P9 ist auch eng, ja, da sind wir ja gerade. Ja, das sind wir gucken, ja, dabei. Alter Schwede, runter die Corkscrew. So, jetzt gewinnt Andy Lasagnel. Herzlichen Glückwunsch. Ne, es ist noch eine Runde. Letzte Runde. Also gehen wir zurück zu 9. Es hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht von der Zeit. Alle Flanken zurück gab es ja schon öfter. Das malt sich Fahrer gefreut. Das sah nach Berührung aus. Ja, das sah nach einer Berührung aus. Aber ich glaube einfach nur, dass der Wagen von F52, übrigens super Design, ja, ich mag das grundweise, aber super, wie er hier das Fahrzeug wieder abgefangen hat. Und jetzt François Bochetto ist natürlich auch kein Fahrer, der ja jetzt recht langsam ist. Er weiß auch, wie es geht. Also müssen wir mal abwarten. Also die ganze Leistung heute von allen Fahrern hier auf der Rennstrecke Laguna Seca mit einer der schwersten Rennstrecken, gerade mit der Corkscrew. Das ist diese Strecke, die runtergeht, wo wir auch schon den einen oder anderen Dreher gesehen haben. Also warten wir hier nochmal ab. So, die Zeit ist um, wenn jetzt natürlich der Andy Lasagnel über die Strecke fährt. Vanessa und schreibt, das so ist richtig. Außenrum hat er gezogen hier, da hat der F aber mitgespielt. Aber wie gemacht. Das hat er gut gemacht, der François. Da ist er wirklich vorbeigefahren. Jetzt müssen es dann hier die letzten Kurven für Andy Lasagnel sein. Andy Lasagnel endlich, da hat er es geschafft, aber wir loben den Abend noch nicht, den Tag noch nicht vor dem Abend. Hier, Andy Lasagnel schafft das zweite Rennen in der Season 1 zu gewinnen. Nein, was ist da? Er wird langsam. Will er mit seinem Teambuddy über die Ziel... Was macht er denn? Will er mit seinem Teambuddy... Wow, super. Yellowbird Motorsport, Platz 1 und 2. Herzlichen Glückwunsch. Er hat hier auf seinen Teamkollegen gewartet. Sehr schön. Und ein super Rennen von Maurice Brühl vom Funtech Racing Team hat ja wirklich alles gegeben. Und auch Lob muss man erwähnen hier den Joshua, der hier wirklich ein super tolles Rennen gefahren ist. Ganz stabil auf dem vierten Platz hier seine Runde für Runde gedreht hat. Aber pass mal auf, da hinten sehe ich schon den Daniel Winke. Der kommt da, also die beiden gar nicht so weit auseinander. Es wird natürlich jetzt, glaube ich, nicht langen, aber da hat der eine riesige Lücke zugefahren. Das waren vorhin 11 Sekunden, schau mal. Und der Daniel Winke hinten im schwarzen Ferrari hat fast 10 Sekunden. Wenn jetzt nicht irgendwas passiert, ist zugefahren, aber es langt nicht. Und somit wird Joshua auf Platz 4 über die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, Daniel Winke gerade mal noch. Und das war richtig knapp, also eher kurz vor Schluss da nochmal. Und der Tim Steinbrecher aus der Box gestartet heute mit Halbgas. Ich glaube mal, der hat nicht mehr als den dritten Gang benutzt. Kommt heute hier über den sechsten Gang. Und wir sollen nicht die Leistung der anderen Fahrer schmälern. Der Tim ist aber da natürlich sehr gut. Armin auf Platz 7. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut gemacht.
also auch hier nochmal gekämpft gegen Haze Hunter, der wirklich, glaube ich, auch Probleme mit seinem Fahrzeug hatte. Also das Heck heute immer sehr, sehr nervös. Ich glaube, da gab es irgendein Einstellungsproblem. Normalerweise eher auch deutlich besser. Und da rutscht er auch und schlägt in die Mauer ein. Oh, Riesencrash nochmal in der letzten Minute. Ich sag's noch, da ist wirklich ein Problem. Platz 9 haben wir François Bochetto. Auf Platz 10 ist es der Effe 52. Daniel Schmeen auf 11. Dann haben wir den Pascal auf 12. Christian Löbert noch auf 13. Und der Sven auf 14. Beide letzteren leider mit technischem Ausfall aus, also draußen. Sehr, sehr schade. Ja, ich bitte jetzt die ersten drei, wenn Sie möchten, gerne bitte in den Fahrer-Briefing-Raum. Trocknet euch nochmal das Gesicht ab vom Schweiß, holt euch ein kühles Getränk. Dann steigt mal schön aus und kommt in den Interviewraum und dann hören wir gleich noch die Stimmen der ersten drei. Wäre schön, wenn ihr noch kurz dabei bleibt und wir uns auch das nochmal anhören. Ja. Was die Fahrer berichten von ihrem Rennen. Dann wechsle ich schon mal rüber. Und du wechselst schon mal rüber, genau. Und genau. Ja. Ich möchte noch mal kurz die Werbung nutzen. Ich weiß, das ist vielleicht manchmal ein bisschen nervig, aber es ist einfach wichtig, weil man kann nicht immer alles alleine schaffen. Und ich habe es vorhin gesagt, ich möchte es nochmal aufgreifen. Ohne unsere Fans sind wir nur die Hälfte und ohne unsere Fahrer sind wir nichts. Also alles nur, wenn wir zusammenhalten, sind wir eins. Und es ist eben nicht selbstverständlich, dass heute noch Firmen oder Vereine Dinge unterstützen. Und deswegen bin ich da ganz, ganz stolz auf den BMC. Ihr seht es hier wieder neben eingeblendet. Ich muss wieder auf die andere Seite. Der BMC Simcar Cup macht einfach noch ein bisschen Werbung, teilt es. Es gibt auf www.sas-motorblog.de gibt es einen Beitrag über die Geschichte. Die könnt ihr überall teilen, hinteilen und rumsprechen in Foren oder irgendwo, wo ihr wisst, hey, da gibt es Leute, die iRacing fahren oder sagen, hey, ist ziemlich cool, fahrt damit. Das ist eine ganz tolle Sache. Da würde ich euch doch gerne bitten, da noch ein bisschen Werbung zu machen und auch an der Stelle danke an den BMC Hockenheim, dass er uns da unterstützt. So, wir sind jetzt gleich, ich hüpfe auch mal rüber in den Briefingraum. Ich hoffe, die ersten drei kommen. Ich bin nämlich gespannt, was sie berichten. Dann hüpfen wir mal rein. Ich sehe schon, der Maurice Brühl ist da, der Franz Schulz ist da. Jetzt fehlt uns nur noch Platz 1. Aber dazu kommen wir dann gleich, wenn er da ist. So, währenddessen können wir vielleicht schon mal die Platzierung sagen. Ich sehe nämlich gerade das vom Ronny Schreier. Er postet gerade das Ergebnis vom Rennen. Vielleicht können wir das auch noch bekommen. Dann könnte ich nochmal die Ergebnisse vom AM-Rennen, das parallel stattgefunden hat, sagen. Ich sehe, dass er schreibt, also müsste gleich das Ergebnis kommen. So, und zwar in Pole Position hatte die schnellste Zeit ja Angelo Ramazzot, Patrick Siska und Hammerfallking, also Jack Hausinger. So, jetzt kommt das Rennen. Und zwar hat das gewonnen in der AM-Klasse der Ronny Schreier. Auf Platz 2 haben wir Jack Hausinger. Auf Platz 3 Patrick Siska. Auf Platz 4 ist der Daniel Wehner. Auf 5 Angelo Ramazzot. Dann Harry Gersack. P206 Freak. Dann auf Platz 8 haben wir Anne. Die ist hier wirklich sehr gut gefahren, dann unter den ersten 10. Dann Bus Naik ist auf Platz 9, Christian Kals auf 10, Maljato auf 11 und Tim Steinbrecher. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da noch mit dabei war, aber wieder aufgeführt. Also das ist das Ergebnis der Klasse AM. Ich weiß nicht, wie sieht's aus mit den Fahrern? Sind sie alle da? Wollen wir schon mal anfangen? Vielleicht fangen wir mit Platz 3 an. Phil, ich übergebe dir mal. Und dann geben wir dem Andi, wenn er noch Lust hat und Zeit hat, noch eine Chance zu kommen. Und vielen Dank nochmal an euch, an die Unterstützung da draußen heute im Chat. Und Phil, du hast das Wort. Vielen Dank für die schöne Überleitung. So, dann fangen wir bei Platz 3 an. Maurice, klasse Rennen, enge Passagen, immer wieder anklopferlos gespielt. Erzähl uns, wie war es aus deiner Sicht? Gab es ein paar Probleme auf der Rennstrecke, reifentechnisch? Oder wie lief für dich das Rennen ab? Ich hatte im Quali nicht alles geben können. Irgendwie keine Ahnung, der Wurm drin. Und dann hatte ich in der Aufwärmrunde die Reifen was hart angenommen. Und da waren die dann kurz vor Boxenfensteröffnung schon ein bisschen runter. Hat mich etwas Zeit gekostet. Dann habe ich den Boxenstopp noch vermasselt. Da bin ich dem Franz gerade eben noch in die Karre reingefallen. Und danach habe ich mich gedreht. Das war, weil ich einen CE-Fehler hatte vom Spiel. Und da nimmt er ja den letzten Lenkeinschlag und bleibt auch bei denen. Und die Gasstellung, da hat er sich halt weggedreht. Oh je. Aber auf jeden Fall
Dritter Platz, hart gekämpft von Start ab, stellenweise mal richtig schön Luft rausgefahren und dann wurde es dann doch nochmal recht eng. Hattest du gedacht, du könntest da vielleicht nochmal was machen und kommst noch an Franz Schulz vorbei? Ja, ich denke mal nach der Kurve, also ich weiß nicht, ich habe die Wiederholung jetzt auch nicht davon, aber ich glaube, ich habe die Kurve da ein bisschen zu schnell genommen, habe ihn minimal touchiert, er konnte aber weiterfahren, meine ich. Ich glaube, danach hätte es nochmal geknappt die Runde, aber passiert. Kann ich nichts daran ändern. Hätte, Fahrradkette. Genau, hätte. Heute dritter Platz. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus und wir freuen uns schon aufs nächste Rennen mit dir. Auch von mir alles Gute zum dritten Platz. Ja, ich hoffe, du bist auch wieder dabei dann beim nächsten Rennen. So, dann Franz Schulz. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch zum Treppchen. Zweiter Platz. Sehr schön. Richtig krass gefightet. Erzähl uns doch mal aus deiner Sicht des Rennens, welche Emotionen hattest du? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche und Gratulation an Maurice und Andy. Das war echt ein Stundenrennen, was ich glaube über 80% so nahe in so einem Dreierpack war. Also ein Fehler hätte immer entscheidend sein können. Quali war so mehr auch, also es hätte noch die 21 sein können, wenn nicht sogar müssen, habe ich leider verdüst, nicht gefahren, egal, P2 war angemessen. Habe dann am Start einen kleinen Fehler gemacht, strategisch, habe mich außen positioniert, weil ich so gut weggekommen bin, dass ich schon neben Andi war. Dadurch konnte Maurice dann innen die Linie wählen und kam dann so gut innen rum, dass ich bei dem nächsten Rechtsknick nicht mehr gegenkontern konnte. Und dann war er halt erstmal auf 2. Dann mache ich irgendwann richtigen Fehler und habe Glück, die Karre nicht komplett wegzuschmeißen. Hab dann, das war kurz vorm Boxenstopp-Fenster, bin davor immer so ein bisschen hinter ihm hergefahren, weil ich meine Reifen nicht tot machen wollte und immer ein bisschen Sicherheitsabstand gelassen. Aber auch immer mal wieder kleine Fehler. Also Andi und ich haben uns das Leben heute, glaube ich, auf jeden Fall selbst schwer gemacht. Wir haben immer wieder Fehler eingebaut, Andi noch mehr als ich. Also der Vorsprung hätte auch deutlicher sein können oder müssen. Und ja, dann war ich nach dem Boxenstopp vorne. Da musste ich ein bisschen schmunzeln und wusste dann natürlich, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Also ich glaube, da hat Maurice auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Umso besser natürlich für mich. Dann habe ich immer noch einen Fehler frei aktuell. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Saison dann ändern. Und ja, dann sind Andi und ich das nicht souverän nach Hause gefahren. Wie gesagt, die Fehler waren immer noch da und haben sich auch dann nochmal gehäuft. Und ich glaube, vorletzte Runde oder so war das denn. Dann mache ich einen Fehler. Aufgrund dessen kommt Maurice dann ran in der Corkscrew, Ausgang der Corkscrew. Hat ein bisschen Überschuss und dann merke ich halt, dass er attackieren will in der Links danach. Und ich habe mir das gerade schon mal aus meiner Perspektive angeguckt, weil der Maurice das ja auch angesprochen hat. Ich lasse ihn meiner Meinung nach genau eine Wagenlänge breit. Links Platz, innen. Nur du kannst die Kurve da innen halt nicht so fahren. Wie er es dann halt versucht hat. Er war dann ein bisschen zu schnell, gibt mir einen kleinen Kontakt. Mich hat das aber absolut gar nicht gestört. Ich war auch froh, dass er sich auch nicht weggehauen hat. Im Endeffekt würde ich sagen, das ist ein Renngeschehen gewesen. Für mich alles sauber. Ich fand das sogar geil. Also GT3 gehört Kontakt ein bisschen dazu, solange sich keiner weghaut und wegdrückt. Und ne? War schon ein geiles Duell, geiles Manöver. Und dann habe ich gedacht, er hat sich selbst weggehauen. Guten CE-Fehler ist ärgerlich. Konnte zum Glück den dritten Platz noch nach Hause fahren. Ne? Ich glaube nicht, dass er nächste Runde nochmal hätte attackieren können, wenn ich nicht noch einen Fehler gemacht hätte. Also. Aber gut, das muss ich jetzt natürlich sagen. Ne? Aber trotzdem Glückwunsch für Platz 2, ja? Ja, definitiv. Ja, also Glückwunsch. Schönes Rennen, ich bin zufrieden. Und hoffentlich nächstes Mal wieder ein bisschen fehlerfreier. Bestimmt, aber es war ja spät und mit der Zeitumstellung sei euch entschuldigt. Ja, genau. So, also nochmal vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und wir kommen zum Gewinner, Andy Lasagnel. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute hier. Laguna Seca war ein richtig verrücktes Rennen. Wir hatten es auch live gesehen, teilweise in der Corkscrew. Richtig, richtig heiße Duelle. Wie war es für dich?
Ja, es war die Fortsetzung des Kampfes gegen mich selbst heute, so ein bisschen. Ich habe ja schon in Suzuka einen Sieg weggeschmissen und hätte es heute ja fast schon wieder geschafft. Ja, es ist, der erste Stint war eigentlich ganz gut, da war ich konstant oder war ich konzentriert und dann im zweiten Stint ist dann ja aus irgendwelchen Gründen die Konzentration wieder weg gewesen und ich habe viele kleine Fehler eingebaut. Und die Strecke ist tatsächlich anspruchsvoll. Abseits der Strecke ist es extrem rutschig, das heißt, wenn du da ein bisschen rauskommst oder den Körb falsch erwischst, dann kann es echt schnell zum Dreher kommen. Und deswegen muss ich jetzt hier von Glück sagen, dass es heute noch geklappt hat. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass ich in den nächsten Rennen wieder ein bisschen ein ruhigerer Fahrer bin. Und mich nicht selber immer so behindere fast durch mein eigenes Unvermögen. Sei nicht so streng zu dir. Grundpace war gut, damit war ich zufrieden. Konstanz war stark verbesserungsbedürftig, aber gut, es kommt vielleicht jetzt dann mit der Zeit wieder. Genau, einfach fahren, 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 Übung macht den Meister. Aber einen Streck hast du mir eingejagt. Wolltest du mit deinem Teamkollegen über Start und Ziel fahren, weil du bist da mächtig vom Gas runtergegangen, ein paar Meter vor der Ziellinie und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt? Ja, wir dachten, wir machen hier eine schöne Team-Einfahrt, weil wir den Vorsprung hatten. Ja. Und du hast wahrscheinlich gedacht, der Sprit ist aus oder was? Ja, ich habe erst einen totalen Schreck gekriegt, du wusstest nicht, was los ist. Wenn du den Stream anguckst, weißt du, dann, aber war mir auch relativ schnell klar, habe es ja dann auch im Stream gesagt, dass du wahrscheinlich mit deinem Kollegen hier einfach schön über die Ziellinie fahren. War auch ein sehr schönes Bild dann, ist aber natürlich, ja, Gott sei Dank alles gut gegangen. Und ich gönn's dir auf jeden Fall, weil du ja auch immer in letzter Zeit immer mal Pech hattest. Auf jeden Fall von mir auch Riesenglückwunsch jetzt nochmal an den Sieg hier im zweiten Rennen in der Season 1. Danke und vielen Dank auch fürs Streamen. Sehr gerne. Sehr gerne. So, dann als Abschluss jetzt noch haben wir einfach nochmal allen Fahrerinnen und Fahrern vielen, vielen Dank zu sagen, die heute auch wieder dabei waren. Ohne euch ist das hier, was wir kommentieren, nicht möglich. In diesem Sinne, denke ich, spreche ich da auch für den Chris mit, indem wir sagen, geil, dass ihr dabei seid, gerade in der PlayStation 4 und bitte bleibt bei uns dabei und vielen Dank auch an die Community, die da immer so intensiv und eifrig mitkommentiert. Nächste Woche sehen wir, beziehungsweise am 4.4. das nächste Rennen, sehen wir uns dann auf Paul Ricard wieder, sprichwörtlich der Parkplatz. Ja. Da kommen wir dann aber zu dem Ausdruck, kommen wir dann beim Rennen dazu, warum wir den so für uns ausgesucht haben. Nichtsdestotrotz von meiner Seite aus einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und ich freue mich schon auf den nächsten Stream, hoffentlich auch wieder mit allen von euch. Danke Phil, auch dass du wieder die Zeit hattest mit mir zu kommentieren. Hat natürlich wieder riesen Spaß gemacht und war auch eine große Hilfe. Und ihr sagt es ja uns auch im Chat, dass es ja immer auch schön ist, wenn wir für euch da sind. Ihr wisst ja, ihr könnt uns auch helfen, indem ihr einfach unsere Social Media Kanäle abonniert. Findet die Couchmaster auf Instagram, in Facebook oder schaut einfach mal vorbei auch bei unserem Partner www.bmc-hockenheim.de und schaut euch nochmal den Simca Cup an oder macht dafür richtig Werbung. Also auch nochmal im Chat hat es der Daniel Winke nochmal geschrieben, schickt Power Yoshimitsu, der ist ein bisschen Sprit ausgegangen, weil er ja den Abstand so klein gefahren hat. Also es gibt viel Redebedarf noch oder beziehungsweise kein Redebedarf, aber man kann reden. Es war heute wieder ein ganz tolles, spannendes Rennen und wie es der Phil gesagt hat, am 4.4. sehen wir uns wieder online hier und ich hoffe, ihr schaltet dann alle wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich schon auf euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Montagabend und wir sehen uns und bis bald, wenn ihr mögt. Macht's gut und ja, gute Nacht. Schönen Abend noch. Ciao. Thank you.